Es ist der 6. Oktober 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist nicht allein im Sendegarten, sondern mit einer Crew. Dabei ist die Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und die Claudia ist auch dabei. Guten Abend, Claudia. Hallo, guten Abend. Und der Sebastian ist in der Runde dabei. Hallo, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf den Lars müssen wir leider verzichten. Der ist unpässlich. Und bevor Spekulationen aufkommen. Nein, er ist nicht gestern mit der Crew Dragon zur ISS geflogen. Er hätte da sicher Spaß dran, oder? Ja. Und selbst wenn er das gemacht hätte, dann hätte Sebastian mit Sicherheit eine Funkverbindung hergestellt. Ja. um ihn hier in die Sendung ist zu ist doch schon längst da wahrscheinlich. Möglich. Ja. Nicht zuletzt mit dieser Spezial- Dings von Herrn Musk, dieses, wie heißt das denn, Starlink, mit Starlink-Satelliten. Hast du so ein Ding eigentlich, Sebastian? Also ich hatte mal mit geliebäugelt, aber seitdem hier natürlich Glasfaser liegt, war das jetzt keine Option mehr, weil das kostet, glaube ich, auch nochmal irgendwie 100 Euro im Monat oder so. Das ist nicht billig. Und ich habe jetzt jemanden, ich gucke ja immer noch diese Vanlifer da auf YouTube. Ich bin es noch nicht leid, Vera. Aber ich merke schon, so langsam wiederholen sich die Themen so, dass ich schon nicht mehr ganz genau so hingucke. Aber da war halt einer dabei, der hatte diese Starlink-Antenne mit nach Norwegen genommen, um da guten Empfang zu haben. Und hat auch die ersten paar Wochen irgendwie ganz gut funktioniert. Und dann ging es irgendwann gar nicht mehr. Und dann stellte sich heraus, dass in dem Zuleitungskabel irgendwie Kontakte abgebrochen sind. Und das ist ein Spezialzuleitungskabel, das gibt es nur bei Starlink zu kaufen. Nicht irgendwo im Supermarkt oder sonst wo. Ne? Und kostet, nur so ein blödes Kabel kostet irgendwie schon 89 Euro. Also der hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Das war wirklich witzig. Und das Verrückte ist, diese Antenne, das ist ja wie so ein fast so groß wie so ein A3-Block. Also die klappt sich ja dann aus, die ist erst, steht erst hochkant und dann klappt sie sich in die Waagerechte, in die Horizontale. Und die ließ sich jetzt aber auch nicht wieder vertikal klappen. Das heißt, in seinem Van hatte er jetzt dieses riesen Trumpf von Antenne und stand dann immer da rum und dann haben sie halt angefangen, das als Tisch zu benutzen. In einigen Aufnahmen stand da Butter, Margarine, Marmelade. Also, teurer. Sehr, sehr teurer Tisch. Ja. Also ich habe gerade nachgeguckt, weil Lars im Chat auch geschrieben hat, er hat das mal getestet und dass der Preis reduziert ist. Also 80 Euro liegt das gerade im Monat und 460 Euro hat dann der Tisch gekostet als Hardwarekosten. Also ich habe ja schon Fotos gesehen, wo Katzen auf diesen Dingern drauf liegen. Ich habe gerade in den Chat geschmissen, das Foto, genau. Ja, genau, sehr großartig. Ja klar, warum auch nicht? Es ist ja dann zumindest schön warm oder zumindest nicht mehr schneebedeckt. Ja, das sieht schon spektakulär aus, ne? Wenn dann man stellt das Ding da irgendwo, also die haben das da irgendwo so in die Wiese gestellt und dann fängt die Antenne an, so ein Eigenleben, macht da so einen ganz langsamen Tanz, also sieht so ein bisschen aus, als würde die Yoga machen und dann sucht die sich dann irgendwie die passende Stelle, guckt erstmal so die in die eine Richtung und dann, ach nee, jetzt dann doch die andere und dann hast du plötzlich 100 Kilobit Dingsbums Download und irgendwie 12 oder 15 Upload und ist schon nicht so ganz übel. Da. Also. Aber gegen Glasfaser, naja, ist ja, braucht man das natürlich nicht. Verstehe. Ja, es wird hier schon spekuliert im Chat. Es ist eine Klönfolge. Wir haben heute keine Gästin, keinen Gast. Das Team setzt sich selber auf die Gartenbank oder wir sitzen schon drauf. Jo. Und versuchen einfach uns ein bisschen zu aufzuflauschen, wie das vorhin Vera so sagte. Ja. Also gegen die schlechte Stimmung, gegen die Seelentrübnis und gegen alle schlechten Nachrichten
lass die toten Fische in der Ostsee bleiben, wo sie sind. Nein, in der Ostsee ist Gas. Toten Fische waren in der Oder. Egal, es gibt genug Probleme auf der Welt, da gucken wir heute einfach nicht hin. Wir gucken auf uns. Also, wenn ich so in den Spiegel gucke, sehe ich da auch Probleme, aber das meine ich jetzt natürlich nicht. Wir gucken mal, was wir uns so gegenseitig erzählen können. Aber wir gucken natürlich auch ganz kurz drauf, was uns Hörende geschickt haben. Machen wir das jetzt mit Trennern oder machen wir es einfach ohne? Wir machen es heute einfach ohne. Einfach ganz ohne, gut. Revolutionär und so. Ja, genau. Revolution in Sendegatten. So, was ich wollte sagen, wir haben einen Kommentar bekommen zur letzten Episode und dann, ich habe ihn gerade aufgerufen, jetzt ist er wieder weg. Es ist doch, wo sind die Kommentare? Unten, ne? Genau. Der Alexander Waschkau, der Huxmaster, hat uns geschrieben, schon am 15. September, ich habe das heute erst freigeschaltet, weil ich heute erst nachgeguckt habe. Es hat, bitte nicht persönlich nehmen, Alexander, es ist einfach, ich bin ein bisschen schlampig. Liebe alle, schreibt er, vielen Dank für die erneut wohlwollenden Worte. Das war die von Lars, der hatte ja, glaube ich, sich sehr positiv dem Angebot geäußert. Und ja, lieber Martin, schreibt er weiter, es ist eine Herzensangelegenheit, Smiley. Herzliche Grüße, Alexander. Wenn ich ein besseres Gedächtnis hätte, wüsste ich, was ich vor 4 Wochen gesagt habe. Ich habe keine Ahnung. Aber es freut mich, dass es nicht zum Widerspruch geführt hat, sondern zur Bestätigung. Dankeschön, Alexander, für den Kommentar. Und dann hat uns die Dotti, die Hörmupfel, aus dem Urlaub eine Audio-Ansichtskarte geschickt. Stell dir vor, die fährt in Urlaub und denkt an uns. Ist das nicht nett? Das ist wirklich sehr nett. Das ist sehr nett. Unglaublich nahezu. Und die hören wir uns jetzt an. Hallo liebes Sendegarten-Team. Es ist wieder soweit. Ich verschicke wieder mal 3 Audio-Ansichtskarten. Wir befinden uns gerade im Urlaub in der Nähe von Frankfurt und haben das dann dafür genutzt, dass wir einen kleinen Ausflug in die Hessen-Metropole gemacht haben. Wir sitzen gerade vor der Kleinmarkthalle und haben dort gerade einen kleinen Snack eingekauft, den wir dann davor sitzend auf so kleinen Bänken zu uns genommen haben. Und zwar haben wir Dampfhammer gegessen. Das ist eine, wie nennt man es allgemein hin? Frikadelle, Boulette, Fleischpflanze, Fleischkirchle. Und mit Bratkartoffeln, die ihren Namen nicht verdient haben, und natürlich der berühmten Gris-Sauce. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann in die Kleinmarkthalle wollte, eben um wieder Gris-Sauce zu essen. Das ist ja momentan mein Steckenpferd. Ich habe im Sommer versucht, im eigenen Beet Gris-Sauce anzupflanzen, was nicht ganz so gut gelungen ist, denn die Kräuter waren zu unterschiedlichen Zeiten groß, beziehungsweise waren hohe Krepierer und sind gar nicht gewachsen. Die Kleinmarkthalle ist wirklich ein kleines Highlight von Frankfurt. Dort bieten verschiedene, ja wie halt Markthallen so sind, verschiedene Händler ihre Ware an. Wunderbar aufgebaut, also ein richtiges farbenfrohes Spektakel, wenn man da reingeht und eben die verschiedenen Früchte und so Leckereien eben sieht. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ja, ich grüße euch, macht weiter so und ich freue mich schon auf eure nächste Episode. Macht es gut, bleibt gesund. Servus. Cool. Achso, ich muss hier, warte, wo ist mein Schaf? Da. Ach, im letzten Augenblick. Danke, Dotti. Ja, danke. Siehste, in Frankfurt, in der Kleinmarkthalle. Da war ich auch schon. Ja, guck, also kannst du dir richtig vorstellen. Da kann ich, ja, ich wusste genau, wo sie sitzt und genau. Aber habe ich das richtig verstanden? Sie versucht, Gris-Sauce anzupflanzen? Ja, die 7 Kräuter der Gris-Sauce. Ach so, also, ach so, das war die Kurzform. Die Kurz, genau, also die, ich, es gibt verstehe. Gris-Sauce aus 7 Kräutern und 7? Frag mich bitte nicht, welche 7? Warte, ich muss googeln. Aber es sind 7, okay, 7 verschiedene Kräuter. Genau, es sind verschiedene Kräuter, 7 Stück. Moment, ich google gar nicht jetzt schnell. Ich weiß es ganz auswendig. Ich weiß, dass Petersilie drin ist. Das ist leider das Zeug, was ich nicht so gut vertrage. Pimpernelle, das weiß ich auch. Aber 7 Kräuter für die Frankfurter grüne Soße. Und das ist auch ein... es ist traditionell, sind diese Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch.
Und in der Grisauce, die man bei Aldi Süd kaufen kann, sind auch noch Zwiebeln drin, warum auch immer. Die gehören da gar nicht rein. Die gehören da überhaupt nicht rein. Naja, genau. Und es gibt in Frankfurt auch ein, also 7 bunte, wie heißen die Dinger, wo Pflanzen drin wachsen? Gewächshäuser, wo die 7 Kräuter drin wachsen. Genau, das ist ein. In jedem Glashaus dann ein anderes. Ein anderes, genau. Ah. Ja. Okay. Genau. Ja. Ja, okay, aber das Geheimnis der Grisauce. Ja, das erste Mal. Am Wochenende bei der Arbeit mache ich Grisauce, siehste. Cool. Wo wir gerade. Also ich wollte gerade sagen, Mensch, könnte ich auch mal wieder essen? Da fiel mir ein, ah, Moment, am Wochenende dann. Ja, der Chat singt schon, über 7 Kräuter musst du gehen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte dieses Jahr das erste Mal grüne Soße und das, obwohl ich eigentlich, boah, wie lange, 1,5 Jahre oder sowas in Frankfurt oder für eine Agentur in Frankfurt gearbeitet habe und einmal im Monat oder so dort war. Tja. Ja, also ich hatte wahrscheinlich schon erzählt, dass ich mal mit Jörn Schaar. Ich wollte gerade fragen, da war doch was mit einem Döner und grüner Soße. Genau. Und das kam in meiner Erinnerung kam mir das gerade so schräg vor, dass ich das nicht so sagen traute. Okay. Ja, ja, nein, also wir haben Grie-Döner, also es war irgendein Scherz bei Twitter und dann haben wir den mal wahrgemacht. Dann haben wir Grie-Döner gegessen in Mainz. Warum auch nicht? Okay. Und geht das? Ja, ne, klar. Ja, wir haben uns halt Döner ohne Soße bestellt. Und habe ich vorher grüne Soße im Supermarkt gekauft und dann auf den Grill-Döner gemacht. Dann. Mit oder ohne Zwiebeln? Ohne. Zwiebeln natürlich. Nicht bei Aldi. Nicht bei Aldi, genau. Der Chat fragt, ob das dann grüner ist. Nee, Grie-Döner, da haben wir uns drauf geeinigt. Grüner gab es irgendwie schon eine Wortschöpfung und deswegen haben wir das, ja. Ich glaube, ja. Alles klar. So, müssen wir mal wieder machen, Zwinky Zwonky. Aber ich meine gehört zu haben, dass er so nicht so begeistert war. Ja, wir hatten auch die falsche grüne Soße. Das nächste Mal bringe ich andere mit. Ja, vielleicht ist das ja auch zu fremd, also. Ja. Ich möchte ab und zu esse ich hier auf. Wir haben ein Grillhaus hier ums Eck und da habe ich früher immer gerne Döner gegessen, aber die hatten bei den vorletzten Mal und vorvorletzten Mal hatte ich das Gefühl, dass die irgendwie qualitativ nachgelassen haben. Da war das alles so labberig und das Fleisch roch auch so ein bisschen muffig und so. Das habe ich lange keinen Döner da gegessen. Gestern Abend ich kam nach Hause und war irgendwie so ein bisschen hangry. Habe ich gedacht, okay, irgendwas brauchst du jetzt. Und dann habe ich mir nochmal wieder so einen Döner geholt und der war nicht unlecker. Also der war mal wieder besser. Also es schwankt doch sehr deutlich. Ja. Ja. Keine Ja, Konstanz. Ich sag immer, mein Lieblingsdönerladen ist in Dortmund. Das ist ein bisschen doof. So. Für den nächtlichen Hunger tatsächlich. Ja, ne? Genau. Also es ist, naja, aber deswegen, wenn ich dann in Dortmund zu Besuch bin, müssen wir da Döner essen und ich glaube, ist immer ein bisschen langweilig, weil wir immer das Gleiche essen dann. Naja. Ja, hier in Wien kriege ich irgendwie gar nicht so richtig guten Döner. Also, mein letzter Versuch war, glaube ich, an der Landstraße und da haben die allen Ernstes Dill reingekippt. Ja, Dill habe ich auch schon mal, ja. Irgendwie Dill? Weiß ich auch nicht. Auch grün, Also Dill. Ja. Close enough, nein. Es war nicht so. Aber es ist eigentlich ein guter Hinweis. Nächstes Mal, wenn ich mal wieder irgendwo in Deutschland unterwegs bin, vielleicht mal so zu den alten Dönerstellen gehen, wo es damals zumindest guten Döner gab. Mhm. Mal schauen. Geheimtipps. Da gibt es auch schon einen Dönerführer. Wahrscheinlich. Würde mich auch nicht wundern. Hat ihn Jörn Schaar geschrieben. Im Zweifel, genau.
Ich meine, die, da wo ich jetzt einkaufe, der kostet, die haben jetzt nochmal erhöht, 5,90 Euro. Also ein Döner rund 6 Euro. Da kann man ja vielleicht sogar einigermaßen Qualität erwarten. Aber es gibt ja, ich habe in Berlin, glaube ich, habe ich mir gesehen, für 2 Euro oder für 3 Euro gab es da so einen Döner. Das kann ja irgendwie jetzt auch nicht so, das Beste sein, was man so kaufen kann irgendwo an Zutaten eigentlich. Ich wollte gerade sagen, das ist das, was wir früher bezahlt haben, als ich Schülerin war. Also so Ende der 90er waren so 2 Mark 50, 2,80 oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die waren auch kleiner, also glaube ich. Also hier gibt es noch einen anderen Laden weiter weg, der macht so Schülerdöner und ich meine, der wäre kleiner oder da wäre weniger drin. Irgendwie so. Und Vierteldöner gab es auch mal eine Zeit lang, richtig, glaube ich auch. Vierteldöner, das stimmt, ja. Ja. Ist das dann eigentlich ein halber oder? Ja, so sah das aus. Und ein fällt halber, noch eher aber, auseinander. Aber Viertel heißt. Ich meine, dieses halbe Ding fällt ja schon immer, da, ich weiß immer nie, wie ich das essen soll. Also ich sah gestern auch wieder aus, als hätte ich irgendwo, ich weiß nicht, in so ein halbes Schwein reingebissen und das wäre mir rechts und links bis zu den Ohren gekommen, die Soße. Aber bei dem Vierteldöner, der fällt ja noch mehr auseinander. Also da ist ja überhaupt kein Halt mehr drin. Da sollte man vielleicht mit Messer und Gabel essen. Man sollte also sowieso viel mehr mit Messer. Aber also, wenn ihr ins Lokal geht und kauft euch einen Hamburger, also so einen Burger, das sind ja meistens auch solche Türme. Ich greife dann zum Messer und Gabel. Wie macht ihr ich das denn? Auch. Also ich beiße 2-3 Mal ab, merke dann, ne, das wird nichts und dann schneide ich. Ich will die Geschichte erzählt, wie ich gelernt habe, einen Hamburger mit Messer und Gabel zu essen? Nee. Das war tatsächlich auf einer Dienstreise. Wir waren in Bukarest beim Kunden und mein Chef war mit und ich und dann halt von Kundenseite halt unsere Ansprechpartnerin, ihre rechte Hand, dann irgendwie das halbe Team von denen und so weiter. Und die haben uns dann in ein, was sie dann halt so als richtig nobles Fleischrestaurant hatten, hingeschleppt. Also okay, zum Glück keine Vegetarierin, das ist jetzt alles nicht das Schlimmste. Und es war auch wirklich gut. Und dann zu meinem absoluten Entsetzen bestellte jeder Burger. Und ich so, scheiße, okay, na gut. Dann bestellte Schnitzel. Ich also auch einen Burger. Schnitzel kommt jetzt nicht so gut. Nee. Und dann kamen diese Burger, sie waren auch wirklich gut und sahen auch richtig klasse aus. Ja. Und dann so alle um mich rum, wirklich so ganz fein mit der Serviette auf dem Schoß. Und dann halt so Messer und Gabel und ich so, oh Gott, fuck. Noch nie vorher das probiert und dann habe ich wirklich ganz genau geguckt. Ich glaube, ich habe eine Minute lang meinem Chef auf den Teller gestarrt, wie er das macht. Dann mit dieser Gabel so das Brötchen runterdrücken, dann so rumschneiden und so weiter. Und ich habe das dann versucht, genauso nachzumachen. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, mich nicht komplett einzusauen dabei, aber es ging. Grauenhaft. Herrlich. Ja, war super. Ja, also seither nehme ich auch gelegentlich Messer und Gabel für sowas. Ja, jetzt, wo du es von der Pike auf gelernt hast, musst du das Wissen auch anwenden. Genau. So ein Pretty Woman-Moment. Ein lüpfriges Scheißerchen, ja. Ja. Ach, schön. Naja, aber man soll ja sowieso, obwohl, gibt es gute vegetarische Döner? Döner oder Burger? Ja, ne, Burger? Gibt es. Ich war auch schon in, oh Gott, wo war es? In Kiel? Vegane Burger essen. So, in einem veganen Burgerladen. Das war recht gut. Also, wobei der, was war das für Bacon? Der Bacon war nicht gut. Also, der Pflanzenbacon, ich weiß nicht mehr, woraus der war. Aber da war die Konsistenz so eher so, ja, Papier, so Esspapier in
Ja, es paniert. War nicht so. Paniert ist Esspapier. Ja, genau, so, Esspapier im Knuspermantel. Genau. Ich bin unsicher. Nee, aber sonst war der Burger so, also es war so ein Beyond Meat Ding, das war 1:1 eigentlich, also ein bisschen anders, die Konsistenz, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir kaufen auch öfter mal so diese Burgerleibchen, also Klops quasi in aus Pflanze und machen dann selber Burger damit. Aber ist es denn wichtig, dass das dem Fleisch so nah wie möglich kommt? Ich erinnere mich an Gesche Schrar, die irgendwo gesagt hat, sie hatte so einen vegetarischen Burger, der war so fleischecht, dass sie schon... Oder war das nicht Gesche, war das irgendjemand anders? Doch, ich glaube, also Gesche kann auf jeden Fall das auch dass sie, gesagt, dass sie schon fast, dass sie schon fast gesagt hat, nee, ich mag das nicht. Also es war zu gut, das Imitat. Und da frage ich mich, ja warum... Warum? Ich bin ja so eine Konsistenzesserin. Also ich brauche, wenn mir so ein Stück, wie heißt es denn, Pflanzenfleisch, sag ich jetzt mal, vorspielt, dass es Fleisch ist, dann muss ich, also so, ich kann halt so, könnte so, weiß ich nicht, nichts essen, was dann so eine ganz komische Konsistenz hat. So, okay. Also faserig, fleischig. Also faserig. So. Ja. Ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite verstehe ich, wenn man sagt, wir möchten viele, möglichst viele Fleischessende also substituieren. Die sollen sowas genauso kriegen, nur dass es eben nicht zulasten der Tiere geht. Okay, also so, nur wie so Dampfer, die rauchen halt auch ohne zu rauchen, irgendwie so, sowas in der Art. Aber andererseits, wenn es mir um eine gesunde oder eine andere Ernährung geht, da fände ich es auch gar nicht schlecht, wenn ich jetzt einfach mal sehe, da ist halt eine Bohne oder eine Erbse drin oder so und das ist halt ein vegetarischer Burger. Den esse ich auch als Blumenburger und nicht als Fleischersatz-Surrogat-Burger. Also ich schließe mich da bei der Konsistenz an. Also es sollte schon irgendwie nett zu essen sein. Also es muss echt nicht hundertprozentig sein wie Fleisch. Das wäre mir dann, glaube ich, auch suspekt. Aber ich glaube, es muss halt einfach irgendwie passen. Also ich war auf einer veganen Hochzeit, da gab es auch Burger. Und was waren es denn? Schwarze Bohnen-Patties, glaube ich, waren es. Die mochte ich dann nur nicht, weil da halt zu viele Zwiebeln und andere Gewürze drin waren, die mir nicht so geschmeckt haben. Aber die Konsistenz war auch gut und das war überhaupt nicht fleischig. Das war dann halt bohnig. Und ja, aber so. Cool. Aber es hat auch, also ich habe dann einfach Pommes gegessen mit Salat. Ging auch, also ich wurde satt, aber da war dann halt irgendwas an Gewürzen, was mir dann nicht so behagte, genau. Vegane Hochzeit, das klingt ja irgendwie auch ein bisschen schräg. Ne? Ja, nee, aber es war alles von, also... Was ich jetzt ganz spannend fand, nur gerade Nota Bene, also als Fußnote gemeint, die haben bei Burger King war das, hatten wir jetzt neulich gesehen, als wir unterwegs waren, dass sie jetzt halt überall Plakate haben mit normal oder mit Fleisch. Also, dass die tatsächlich wohl den Großteil ihrer Range umgestellt haben. Schade, dass Burger King vorher schon doof war und ich das Soja nicht vertrage. Ja. Aber ich finde halt einfach vom Prinzip her, es ist eine coole Sache. Die haben den Dönerspieß einfach rumgedreht. Ja. Oh. Nicht schlecht. Also, das ist so, also ich erinnere mich, das ist schon auch schon, mein Gott, wie lange ist das denn her? Auch schon Jahre, dass ich bei Burger King diesen vegetarischen Burger immer richtig gerne gegessen habe. Den hat man, der wurde auch immer dann frisch gemacht, weil der lag halt nie in der Auslage, sondern der wurde immer frisch gemacht und der war dann brüllheiß, aber lecker. Also den konnte man damals richtig gut essen. Müsste ich auch mal wieder. Läuft mir doch gerade das Wasser im Mund zusammen. Na also. Meine letzten zwei Burger King-Erfahrungen waren leider überhaupt nicht gut. Das ist sehr traurig. Was ist geschehen? Ich bin da echt so selten. Ja, das war halt jedes Mal so eine Sache von, wir waren halt tatsächlich Langstrecke unterwegs und das war dann halt am Weg, genau als wir gerade hungrig waren.
Und es war beide Male einfach wirklich nicht gut. Also gar nichts davon. So weder, nicht mal die Pommes waren gut. Also es ist ja, ich finde aber eh die Pommes bei Burger King nicht so. Ja, aber da waren sie auch wirklich schlecht. Okay, da waren sie doch schlechter als sonst, ja. Genau. Und nein, und sie sind ja schlecht, die haben bloß, die haben irgendwas an sich, wo, was ich nicht so mag. Ja. Weiß ich aber nicht. Die von Mc's schmecken doch auch nicht, oder? Nee, aber da muss das ja so sein, dass sie so lapprig sind. Also das, also wenn ich mal so frische, warme Pommes bei McDonald's habe, denke ich mir auch mal, irgendwas ist hier doch falsch. Da hatte ich tatsächlich fast immer Glück. Echt? Ja. Ich habe da noch nie leckere Pommes gegessen. Also irgendwie, die sind ja auch so extra dünn. Also das ist irgendwie, ich könnte mir die ganze Schachtel in den Mund stecken und einmal schlucken und dann ist doch alles, da ist doch irgendwie, also, ich weiß gar nicht. Genau, bei McDonald's weiß ich halt, was, dass ich da halt keine guten Pommes kriege und das ist dann mehr so, um noch ein bisschen Zeug, aber was ich, zum ja. Spielen. So hin und her schieben. Genau, nee, um irgendwie. Legespiel. Jenga! Genau. Ja. Ja. Das ist ja, also zum Glück ist das ja seltenes Essen, aber. Ja, eben. Ich esse, also wenn ich bei McDonald's esse, tatsächlich inzwischen am liebsten. Frühstück tatsächlich. Ich bin, wenn ich zu McDonald's gehe, meistens zur Frühstückszeit hin und dann kaufe ich mir einen McMuffin, Bacon and Egg und dann, den mag ich gerne irgendwie. Okay. Aber ich kaufe, also lass es irgendwie viermal im Jahr sein, dass ich bei McDonald's irgendwas, also es kommt wirklich nicht oft vor, dass ich auch morgens dann zu einer Zeit bei McDonald's bin, wo ich das mal. Ich hatte jetzt, als Funheim war, da hatte ich mal wieder einen. Als wir Ladepause gemacht haben auf dem Weg nach zum Funheim. Guck, Ladepause, die große Chance für schnelle Restaurants. Genau. Ja. Genau. Noch? Wenn die Batterietechnik sich weiterentwickelt, dann wird es schwierig. Ja. Genau, lieber bei McDonald's auf dem Parkplatz war halt irgendwie die einzige Ladesäule in der näheren Umgebung und dann mussten wir da Pause machen. Mhm. Ich war letztens auf einer längeren Autofahrt und dann musste ich mal ganz dringend zur Toilette und das Einzige, was dann war irgend so ein Autohof und da war dann auch nur so ein Meckes und das, also Hut ab, das war eine richtig saubere Toilettenanlage. Mhm. Das hatte ich nicht, da hatte ich nicht mit gerechnet. Da habe ich dann erstmal überall hingepinkelt. Genau. Erstmal geht so, das nicht. Dass ich mich mal wie zu Hause fühle. Okay. Nee, also hier, der örtliche hier, das ist immer so, das ist so. Wenn es gar nicht anders geht, dann geht man da mal so hin und Chris, komm, mit wie viel Pickeln kommst du wieder raus? So, aber dieses da war groß, geräumig, sauber, roch auch nicht. Und also vorher. Suspekt. Nachher halt natürlich schon. Also nachdem ich es verwüstet habe, dann natürlich schon. Na also. Es geht auch. Man kann solche Anlagen tatsächlich auch anständig anbieten. Das hat mich. Und da war viel los. Also, das hat mich sehr gewundert irgendwie. Mich dann nicht mehr. Vielleicht war gerade vorher die Person durchgegangen, die sauber gemacht hat. Keine Ahnung. Jedenfalls war das mein Eindruck war: wow. Und dann wollte ich noch was kaufen, aber da war die Schlange so lang, dann bin ich wieder gegangen. Also, ich habe dann tatsächlich nur. Da was gelassen und nicht mitgenommen. Mir fällt ein, ich war ja doch letztens bei Burger King. Ach, jetzt kommt's raus. Am Flughafen, als ich eine Stunde Zeit eingeplant hatte, also ich musste in den Zug einsteigen am Flughafen und dann hatte der Zug eine Stunde Verspätung. Nein, also am Fernbahnhof. Am Fernbahnhof in Frankfurt. Auf jeden Fall habe ich eine Stunde Zeit eingeplant, weil die S-Bahn, kann ja sein, dass sie dann Verspätung hat. Dann kam ich am Bahnhof an und dann hatte der Zug eine Stunde Verspätung. Das heißt, ich musste 2 Stunden da am Flughafen verbringen. Mhm. Ja.
Und da war ich dann auch bei Burger King und habe mir, nämlich da kam ich drauf, weil du sagtest, die Schlange war so lang. Die Schlange war nämlich lang bei Burger King und ich bin dann einfach nicht an die Schlange, sondern habe mich an dieses Terminal gestellt, habe Dinge bestellt und dann habe ich einfach die komplette Schlange überholt und habe mein Essen geholt. Das war sehr cool. Mhm. Weil ich dann da, ja vorgestellt hatte. Die Bahnraststätte letztens, da stand lauter so DIN A4-Zettel über so, also da waren auch so Plexiglas verbaue sozusagen und da hing irgend so ein, ich sah nur einen einzelnen DIN A4-Zettel, stellen bitte oder stellen Sie bitte. Und dann habe ich gesagt, ach, da gehört noch ein zweiter Zettel dazu und dann nach und nach habe ich dann verstanden, es waren irgendwie so 6 DIN A4-Zettel, die hingen so alle auf einen Meter auseinander und zusammen gab es dann die Botschaft, bestellen Sie bitte nur am Terminal. Nee, da war kein Bitte dabei, das hat mich noch gewundert. Bestellen Sie nur am Terminal oder so. Und es dauerte dann richtig, ich saß da und kaute, was habe ich denn da gegessen? Ach, eine Salzbrezel, genau, ich kaute meine Salzbrezel. Und meine Gedanken so, da hängt ein Zettel, den verstehe ich nicht. Okay, komm ja mal vor. Gucke ich weg, gucke ich den nächsten Zettel an. Ach, da hängt dann noch ein Zettel. Ah, verstehe ich auch nicht. Aber wenn ich die beiden zusammen, ach, da hängt dann noch ein dritter. Und es ist so peu auf peu, so ganz, ganz langsam. Bis ich dann irgendwann, ach, das ist ein ganzer Satz, der geht noch über die ganze Breite der Theke. Also das war wirklich witzig, wie sich das so ganz langsam in mir zusammensetzt. Knuffig. Sehr schön. Sehr witzig manchmal. Ich wollte jetzt, wo ich gerade beim Flughafen in Frankfurt war, ich wollte da jetzt mal einen Geheimtipp von mir verraten, wenn ihr mal am Fernbahnhof in Frankfurt seid und warten müsst lange Zeit. Fahrt zum, oh Gott, wie heißt das denn jetzt? Square West heißt das, genau. Nach oben, also da ist so ein Rewe und da geht eine Rolltreppe nach oben. Und wenn man die hochfährt, sind da Toiletten, die niemand kennt, sind Sofas stehen da rum, da stehen Bäume rum. Es ist toll, Square West, merkt euch das. Square, also, ganz wenn ich an einem Baum spannend pinkeln will, dann gehe ich lieber in den Wald, genau, nicht auf Flughafen. Ja, jetzt stehen Bäume rum. Es standen auch mal Dinosaurier da rum. Also, ja, genau. Also, wenn du an einem Dinosaurier pinkeln möchtest. Die Toiletten sind toll, weil da kann man nämlich, während man, bevor man zum Pinkeln geht, kann man noch auf die Autobahn gucken. Es ist großartig. Ja. Ach so. Das Gefühl der Weite und das, genau, Fließen. Es fließt alles so und dann, Aber was machst du bei Stau? Ja, genau. Ich kann nicht, wenn keiner fährt. Ja, genau. Also, okay, also und es ist auch Platz in den Kabinen für Koffer. Also man kann da komplett. Wow. Es ist toll. Ich gehe da gerne hoch. Jetzt habe ich es verraten. Jetzt sind da wahrscheinlich tausende Leute immer, aber ich teile gerne. Treffen. Genau. HörerInnen treffen. Das stimmt natürlich mit den Koffern. Das ist immer so eine Sache. Ich erinnere mich, wenn ich in Dortmund, also wenn ich verreise, das ist immer Reisemagen und immer so. Und wenn ich da die Toilettenanlage aufsuche, auch nur fürs kleine Geschäft, dann lasse ich den Koffer immer an einer Stelle stehen, den ich im Blick behalten kann. Und ich denke jedes Mal, was machst du denn jetzt eigentlich, wenn irgendein Idiot den Koffer mitnimmt? Rennst du dann einfach los, so wie du da jetzt gerade bist? Oder bringst du erstmal alles in Ordnung und der Dieb hat Vorsprung? Mhm. Das geht mir dauernd durch den Kopf, wenn ich das, also das ist blöd. Und dann würde ich natürlich lieber den Koffer, ja, aber die Kabinen sind klein. Geht gar nicht. Ach so, ja, also in Frankfurt am Hauptbahnhof sind die groß genug, dass man einen großen Koffer mitnehmen kann, ja. Also sind recht lang. Sehr gut, gut gedacht. Das, was wir heute für ein Themenvielfalt haben. Ich bin ganz begeistert. Ja, vom Döner in Husum zum zur Toilettenkabine zum Toilette. In Frankfurt. Also der Bogen ist weit gespannt. Ja, Der Sebastian hat noch gar nichts von seinen Burger und Hamburger. Ach, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wann ich das letzte Mal tatsächlich Burger King oder McDonald's, das ist tatsächlich sehr lange her, glaube ich. Also ich glaube, das war auch, wenn dann mal irgendwo auf einer Langstrecke, aber das ist jetzt schon so lange her, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Ansonsten
Naja, also während der Ausbildung habe ich mal öfters auch zu McDonald's, aber das war dann auch eher so, weil ich Hunger hatte. Ich hatte irgendwie immer so 1,5 Stunden, teilweise mit Warten 2-3 Stunden Zeit, die ich totschlagen musste irgendwie, um wieder nach Hause zu kommen. Und ja, das da machte so eine Schnellsättigung nach der Berufsschule schon Sinn. Ja. Ja, nee, ansonsten eigentlich recht, ja. Wüsste ich jetzt nicht. Hatte jetzt auch in letzter Zeit keine so schlechten Erlebnisse, ne. Wie weit müsstest du denn fahren, um den nächsten, egal welchen, Schnellgrill, wie heißt denn dieser, Kentucky Fried Chicken gibt's da noch, ne? Und dann, was weiß ich, Kochlöffel? Gab's nicht früher auch Kochlöffel? Halbe Stunde ungefähr. Oh, geht ja. Ja, Kochlöffel gab's. Die hatten auch Hawaii-Burger. Und es gibt tatsächlich auch immer noch einen Kochlöffel in Hildesheim. Also, ach. Ja. Guck mal. In der Fußgängerzone. In Hildesheim habe ich mir das, Käse auf Pizza essen abgewöhnt. Da habe ich nämlich jemanden gesehen, der Pizza mit Käse gegessen hat, und dann hat sich der Käse so lang gezogen. Das fand ich so einen widerlichen Anblick damals, dass ich dann wirklich jahrelang keinen Käse auf Pizza essen konnte. Jetzt inzwischen schon wieder, aber wenn er sich lang zieht, finde ich es immer noch nicht so appetitlich irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ich fand das, da war ich so 13, 14. Das fand ich sehr, genau, das war in Hildesheim in der Pizzeria. Oh. Ja. Das verbinde ich mit Hildesheim. Aber das ist witzig, gerade mit diesem langgezogenen Käse, da wird ja, der assoziieren ja viele genauso den Genuss. Ich habe mal eine Doku über Werbefotografie gesehen, und dann da haben die halt dargestellt, oder die haben die Pizza mit Nägeln auf dem Brett festgemacht, nur das eine Stück nicht. Und das war noch nicht mal Käse, das war irgend so eine Plaste, keine Ahnung. Also Klebstoff mit Mozzarella gemischt, habe ich jetzt letztens erst gesehen. Es war oh absolut irre. Das so, aber die Bilder sahen so aus, dass man sofort in den Apparat springen wollte oder reinbeißen. Also das ist unglaublich. Ich habe auch lange nicht verstanden, dass ich überbackenen Käse nur mag, wenn der wirklich richtig schön braun ist, wenn der nur so angedingst ist und dann noch so hell dann mag ich den tatsächlich immer noch nicht gern, aber wenn der das so schön, nehme ich dann. Schön angeknuspert ist und so, aber ich bin ja ist ein bisschen kompliziert beim Essen. Deswegen, wenn jemand den Käse so mag, dann gerne, aber genau, du, oder Käsesoßen. Den etwas dunklen bei mir dann. Das ist, oh ja. Wir können uns das super teilen. Ja, sehr gut. Das ist gut. Also ich verstehe das so, Vera, so langgezogene Käse ist schon in Ordnung, aber der muss dann schon so durch sein, dass er so eine Knabberstange ist. Ja, so ungefähr, genau. Verstehe. Genau. Ja. Nicht schlecht. Dann esse ich den auch tatsächlich sehr, sehr gerne jetzt inzwischen. Also ich musste es erst verstehen, dass Käse halt auch anders geht. So. Ja, darf nur nicht nach Käse schmecken. Das ist bei mir auch also ganz wichtig. Das darf nicht nach Käse schmecken. Sobald Käse anfängt, nach irgendwas anderem zu schmecken als nach Fett, dann wird es gefährlich. Wenn man drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen fies. Aber unsere Hörerschaft bekommt gerade Hunger. Das ist ja echt witzig. Da läuft, glaube ich, gerade schon die Gemeinschaftsbestellung im Chat. Nett. Ja, und wir könnten die Folge irgendwas mit Käsekeller nennen. Käsegarten. Oh. Käsegarten? Okay, kommt in die Auswahl. Käsegarten. Ich könnte da mit meiner ersten schamlosen Eigenwerbung direkt anschließen. Ja, ich bin irgendwie reingestolpert aus nicht näher erklärten Gründen oder geklärten Gründen und habe jetzt das erste Mal Mitherausgeberin einer Anthologie. Yeah. Und es sind alles Geschichten, die in Italien spielen. Also wir sind mit Pizza und Käse und Wein und so sind wir da schon ganz Thema. Dicht dran. Grisos, ach nee, warte mal. Nee. Kannst du mir Unwissendem ganz kurz sagen, was man unter Anthologie versteht? Eine Kurzgeschichtensammlung. Ah, und das okay, sind, das verstehe ich. Genau, ja, also es sind 16 Autorinnen und halt auch 16 Geschichten.
und wir haben die tatsächlich auch gleich mit Hörbuch geplant. Also das Hörbuch ist gerade noch im Werden. Das kommt jetzt im November dann raus und die Anthologie ist jetzt tatsächlich seit 1. Oktober erhältlich und heißt Deutsche Vita. Und es ist total spannend gewesen, weil ich habe jetzt zwar schon mehrere Kurzgeschichten selber halt auch in Anthologien geschrieben und so, und man gibt die halt irgendwann ab, dann gibt es ein Lektorat, dann überarbeitet man es nochmal, dann gibt man es wieder ab und irgendwann kommt ein Päckchen mit 2 oder 3 Belegexemplaren. So. Und jetzt das Ganze mal halt wirklich so von der anderen Seite zu sehen, also da ist, also es ist schon ganz viel Aufwand, also als würde ich ein eigenes Buch quasi machen. Nur, dass andere Leute die Kapitel schreiben. Und genau, dann sammelt man die halt so ein und packt die alle zusammen. Und ja, also war schon super spannend. Wir haben dann da auch, die andere Herausgeberin, also die Hauptherausgeberin, die von Anfang an Herausgeberin war, die Fenna Williams, die hat auch quasi, oder die ist ja tatsächlich nicht nur Autorin, sondern war auch jahrelang oder ist auch immer noch Reiseleiterin. Und die hat dann auch wirklich so eine kleine Reiseroute, so quasi einmal so rund um Italien dann zusammengestellt, wie wir dann quasi von einer Geschichte zur anderen kommen. Und das ist total, total nett geworden dann auch so. Schön. Ja. War dann nicht ganz, ganz einfach, ne? Weil dann also viele, aber nicht alle ihre Geschichten auch selber gelesen haben und aufgenommen haben für das Hörbuch. Und dann war aber halt, okay, aber diejenigen, die ihre Geschichte nicht selber lesen, die müssen jetzt wen suchen, der es liest oder dies liest, die dann aber nicht vorher schon ihre eigene Geschichte gelesen hat oder so. Ne? Damit halt auch in dem Hörbuch dann Abwechslung ist. War spannend. Das ging super. Yay, ja, sehr gut. Ja. Deutsche Vita, das süße Leben. Genau. Und so heißt die Geschichte, die ich dafür geschrieben habe. Also eigentlich fing das Ganze nur an mit, ich schreibe da auch eine Geschichte für. Mit Kaffee. Oder Schokolade. Nee, mit Motorrad. Mit Motorradtour. Mit Motorradtour zum Gardasee tatsächlich. Sowas habe ich tatsächlich mal gemacht. Und habe halt eine Geschichte geschrieben, die in der Zukunft spielt, also so 2097 mit einem elektrischen Motorrad. Und er fährt da halt, also also meine Hauptfigur, der Vigo, der fährt halt dann da einmal zum Gardasee und der möchte halt einmal Urlaub machen und so. Und dann reißt ihm das Kupplungsseil. Das ist dann so, Und das ist mir tatsächlich auch selber passiert. Auf der Beim Tour zum Gardasee. Elektromotorrad, Kupplungsseil. Irgendwas stimmt doch da nicht. Freiheit, in dem Fall künstlerische Freiheit. Ach so, okay. Aber ja, mir ist das tatsächlich passiert. Also ich hatte ja auch kein elektrisches, sondern ich hatte ja ein normales benzinbetriebenes Motorrad. Und mir ist das tatsächlich passiert, dass in Kärnten beim Ossiacher See mir das Kupplungsseil gerissen ist. Also mein Motorrad hat es nie nach Italien geschafft. Also zumindest nicht mit mir. Oh, ließ sich nicht reparieren? Die wollten mir das in Villach mit Blumendraht flicken und ich habe mich geweigert, mit Blumendraht über die Alpen zu fahren. Hättest du noch ein paar Blumen ins Haar gesteckt, das hätte gehalten. Ja, unterm Helm garantiert. Mehr Mut. Okay, ja, Blumendraht über die Alpen, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht. Aber womöglich wäre das noch 5 Jahre so gefahren. Manchmal sind ja die, also ja, nichts hält länger als ein Provisorium. Das ist ja richtig. So. Ja, aber ne, also auf jeden Fall und alle möglichen anderen Sachen, die mir in der Zeit, die ich Motorrad gefahren bin, die habe ich auch alle in dieser kleinen Geschichte verarbeitet und genau. Und ihm passiert das jetzt halt alles. Anteil. Genau, ihm passiert das jetzt alles auf einer Tour da unten am Gardasee. Ja. Und wenn die Journalisten fragen, haben Sie das alles selbst erlebt, dann kannst du immer voller Stolz sagen, ja, das habe ich alles selbst erlebt. Ja. Mit dem platten Vorderreifen in der Kurve kann ich das übrigens auch nicht sehr empfehlen. Oh, nicht gut. Das klingt nicht gut. Nee, es war eine interessante Erkenntnis. Hattest du denn da so Taschen dran, wo du dein ganzes Gepäck drin hatte oder alles im Rucksack? Oder wie macht man das auf dem Motorrad sinnvollerweise? Ja, Packtaschen und Rucksack. Ja. Und meine Packtaschen, die sind dann bei einer Bekannten mitgefahren und
mein Rucksack und ich bei meinem Ex-Mann auf dem Motorrad mit, ja, als wir es dann halt in Villach haben stehen lassen. Okay. Ich habe letztens auf der Autobahn einen Motorradfahrer gesehen, der hatte Flipflops an beim Motorradfahren. Wo ich auch dachte so, also erstens ist es doch unheimlich kalt an den Füßen, oder nicht? Und zweitens ist es doch auch nicht so ganz ungefährlich, oder? Also unter 10 Grad ist alles kalt beim Motorradfahren. Ja, ne? Oh, aber Flipflops, nee. Alter. Flipflops. Da macht oder nee, es waren Crocs. Spaß. Es waren auf jeden Fall irgendwas Offenes, so mit Löchern drin irgendwie. Ich glaube, es waren Crocs oder Flipflops, ich weiß es nicht mehr. Aber es war nicht schön. Also, ich habe mal eine Frau mit Riemchen-Sandalen mit so 12 cm High Heels auf dem Motorrad gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, wie sie das schafft, ohne sich damit auf die Fresse zu legen. Ja, am besten auch die Menschen mit kurzen Hosen und T-Shirt. Aber ja. Na ja, das habe ich genau einmal gemacht mit einer kurzen Hose, also so einer knapp übers Knie Hose, und habe mir genau an dem Tag auch gleich erstmal den Unterschenkel am Auspuff verbrannt. Wow. Seither war das dann auch wieder out. Ja, Herr Jemine. Nee, also ich würde halt unheimlich frieren, glaube ich, wenn ich so knapp angezogen wäre auf dem Motorrad. Also bei 40 Grad vielleicht nicht, aber... Ja, aber ist das nicht trotzdem Fahrtwind und so? Obwohl, nee, das ist warmer Fahrtwind. Ja, na gut. Ja, also wie gesagt, so ab 10 Grad abwärts wird einfach alles kalt. Also da macht Motorradfahren auch echt keinen Spaß mehr. Aber es gibt Leute, die sind winterhärter als ich, also... Ja. Ich bin jetzt auch echt lange nicht gefahren, weil hier mitten in der Stadt brauche ich eigentlich nichts. Also, naja, aber vielleicht mal wieder irgendwann. Na eben. Ja, der Chat schreibt gerade, habe ich alles selbst erlebt im Jahr 2097? Ja, sogar. Genau. Ja. Da gibt es dann schon wieder Elektromotor mit Kupplung. Ja. Die brauchte ich halt, damit ich dieses Erlebnis halt reinschreiben konnte. Ja, deswegen ja. ist es nicht ganz naturgetreu, aber genau. Künstlerische Freiheit ist schon okay. Also da kann das entschuldigt ja alles. Ja, fast alles. Vielleicht gibt es ja sogar, ich weiß gar nicht, gibt es denn Elektroantriebe mit Getriebe? Habe ich letztens gesehen bei einer Seilbahn, weil der Elektromotor viel zu schnell gedreht hat für die Seilscheibe, da musste das reduziert werden. Aber das ist natürlich eine besondere Anwendung. Die hat man jetzt nicht unbedingt auf der Straße. Naja, die meisten haben halt irgendwie so Automatik-Dings, ne? Also schon Getriebe, aber eben nicht zum Handschalten, sondern was dann eben automatisch gesteuert wird. Oder halt Tiptronic, aber... Der Elektromotor an sich kann ja ganz langsam und ganz schnell und hat eigentlich immer das gleiche Drehmoment. Sebastian, rette mich! Stimmt das? Gut. Ist jetzt ich sollte auch solche Sachen nicht sagen. Aber ja, so ungefähr genauso das Drehmoment. Und es kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an, würde ich halt sagen. Ne? Also klar, wenn du es ist so, Getriebe machen sicherlich schon irgendwo Sinn, wenn. Hier, bei Lokomotiven doch, ne? Es gibt doch, hier in Österreich gibt es doch diese singende Lok. Das ist doch, weil die dann verschiedene, das ist keine Kupplung, das ist kein Getriebe, ne? Die ändern dann nur die Spannungsversorgung, damit er nicht von vornherein die volle Last kriegt und durchbrennt. Oder so ähnlich. Ich könnte jetzt sicher den... Der Boden Verlunde. Wird so dünn hier, auf dem ich mich bewege. Hilfe. Gefährliches Halbwissen. Das machen wir jetzt ja nur, damit wir nächstes Mal dann ganz viele Kommentare zu dem Thema haben. Genau. Und vorlesen können. Danach wissen wir es dann aber auch wirklich. Ja, genau. Dann haben wir oder verstehen nur Bahnhof und steigen dann in den Zug, um wegzufahren, ganz schnell. Ja, wir können ja da mitsingen. Dü. Ja, man muss doch nur den Omega-Tau-Podcast hören. Der fängt ja damit an, mit dieser wunderbaren Tonfolge. Das ist so eine österreichische Lok-Spezialität. Die fährt da immer. Also auf den österreichischen Bahnhöfen hört man das wohl häufiger. Ja, durchaus. Wenn ich das nächste Mal an einem Bahnhof bin, kann ich ja mal aufnehmen. Ich bin bald an einem österreichischen Bahnhof, siehst du wohl. Stimmt. Hör ich mal. Ja. Hör ich mal rein. Aber gut rum, mein Lieber. Ja, ja. Wir fahren mit dem Nachtzug nach Wien bald.
im November. Ich hörte davon für irgendein Dings mit Poetry Slam. Genau, die deutschsprachigen, oh Gott, ihr wisst, welches Wort ich meine. die, wo Deutsch reden. die, wo Deutsch reden, Poetry Slam Meisterschaften. In Wien sind die dieses Jahr. Ja, cool. Aber das was uns verbindet, ist, nee, was uns trennt, ist doch die gemeinsame Sprache. Das ist korrekt. Österreicher. Wie kann das denn funktionieren? Ja, es sind halt sind auch noch Schweizer dabei und Menschen aus Liechtenstein und Menschen aus Belgien und so, ja. Mhm. Verbindet alles. Mhm. Cool. SchweizerInnen sind natürlich dabei. Habt ihr euch beide denn jetzt verabredet schon? Ich höre doch irgendwas. Noch lose. Es werden noch lose gezogen. Gut. Mein Name ist Lose. Mein Name ist Lose. Ich kaufe ja. Genau. Ja. So, genau. Nee, also wir werden das hinkriegen. Wir drei, weil Inga ist ja auch dabei. Ja. Die hat auch reingeschrieben: deutschsprachige Poetry Slam Meisterschaft. Genau. Früher hieß es einfach Slam. Also es heißt immer, also jetzt wieder. Oder GIPS hieß es früher. German International Poetry Slam. Aber jetzt ist es einfach Slam 2022. Die Grand Slam German Open. Mhm. Ja, nee. nein. da, hier, Slam 22.at. Hier hat der Herr Schiller schon. Vielen Dank. Ja, das ist ja mal eine schöne kurze, ist ja quasi eine gekürzte URL. Super. Ja. Schlamm. Eine Schlamm. Nein, Stadt keine Wien, Schlamm. Bundesministerium, Europäische und Internationale Angelegenheiten, Bundesministerium, Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. Ja. Durften ja alle mal mitspielen. Ist ja was. Naja. Machst du da Organisation, so wie du das in Wiesbaden auch machst? Oder? Nee. Ich fahre da tatsächlich rein privat hin und will aber auf jeden Fall noch zu dem Slam MasterInnen Meeting gehen. Das findet da immer statt, also wo sich dann Slam MasterInnen von ganz Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern dann mal zusammentreffen und zum Beispiel irgendwie über Regeln nochmal diskutieren und über Awareness und über die Nachfolge, wer jetzt sich bewirbt für die nächste Meisterschaft im Jahr 2025, ist es dann, also die anderen zwei Städte sind schon vergeben, deswegen ist dann, werden dann genau sowas. Und dann gibt es ja noch die Slam-Alphas, vielleicht gibt es da ja auch noch ein Meeting, also Slam-Alphas sind so die Flinters der Slam-Szene. Die was? Die Flinters, die Frauen, alles, was nicht cis, weil es männlich hetero ist. Genau. Okay, ich stand nur gerade mit beiden Beinen fest auf dem Schlauch. Also. Ja, genau. Also Flinter ist, ich weiß gerade, ich bin seit 4 Uhr wach mal wieder und kann gerade nicht. Genau, also die Menschen, die nicht männlich sind. Genau. Okay, das klingt aber schon so ein bisschen nach Funktionärstätigkeit, ne? Ja, mit ja, Leuten also reden, so ein bisschen, über Regeln diskutieren, genau. Und so. Das ist schon genau, nicht aber ich, genau, nicht ich muss da aber nicht hin. Also ich gehe da dann hin natürlich, aber hin müssen muss ich nicht. Also ich habe auch die Karten alle privat gekauft und die Eintrittskarten und so. Genau. Ja, aber genau, ich würde da gern hin dann zu den Meetings. Dann gibt es auch jedes Jahr ein Fußballturnier. Ich weiß gar nicht, wer dieses Jahr gegen die SlammerInnen-Mannschaft spielt. Das ist dann jedes Jahr irgendwie, also ich glaube, was war es denn? Irgendwann war es die Frauen-Bundesliga-Mannschaft von Dresden, glaube ich, oder sowas, als sie in Dresden waren und aber da haben doch die Slammerinnen überhaupt keine Schnitte.
Doch, also, leider haben sie, doch, leider, weil die echt? Verlieren immer, aber gegen die Frauen haben sie gewonnen und das finde ich am schlimmsten. Oh. Also das fand ich, so, wo ich dachte, so nein, jetzt kommt da so eine Truppe, die wirklich einmal im Jahr miteinander spielt, die vielleicht so 2 Tage vorher mal ins Trainingslager gehen und dabei viel, viel Bier trinken und dann gewinnen die gegen eine Frauenmannschaft, wo ich mir dann auch dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nee. Die Bundesliga, trainierte Bundesligamannschaft. Ich glaube, es war. Egal, ob Mann oder Frau, ja. Also, da hat man doch eigentlich keine Schnitte. Das ist ja auch wirklich. Eigentlich, genau. Und die haben wir, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht, aber in meiner Erinnerung war das so, dass die gewonnen, dass sie Slammer innen gewonnen haben. Ja, naja. Gut. Ja. Hm. Naja. Genau. Die haben wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Platz was rezitiert oder was vorgetragen und damit die Spielerinnen der anderen Mannschaft total durcheinander gebracht. Genau. Genau das. Dann haben die gelacht oder so und dann waren die verwirrt und dann schnell mal eben den Ball gespielt. Ungefähr. Genau. Ja. Nee, aber wir wollen uns da auch natürlich andere Dinge noch von Wien angucken oder so. Also nicht, ja, nicht ihr nur. Ihr hattet auch was mit Frühstück gedroht. Da bin ich dann auch glatt dabei. Ja. Genau. Vielleicht finden wir sogar eins außerhalb eines McDonalds. Ach so, Mist. Jetzt hatte ich so ein schönes Buffet Nein, Quatsch. Ja, gegenüber von dem. Wo der örtliche Computerclub seinen Keller hat. Wie heißt das denn noch? Metalab. Metalab, genau. Da gegenüber ist ja ein Café. Da sind wir doch damals, als Lars und ich in Wien waren, haben wir den Lothar Bodingbauer da treffen wollen. Und dann hat das aber im Metalab irgendwie nicht geklappt. Die hatten uns zwar dankenswerterweise den Raum zur Verfügung gestellt, aber irgendwie klappte das nicht. Ich weiß nicht, ob das zeitlich nicht hinging oder der Technik wegen. Und dann sind wir einfach rüber ins Café gegangen und haben uns da so völlig improvisiert unterhalten. Das war sehr witzig. Das war sehr lustig damals. Ja, dann. Genau, wie hieß es noch gleich? Ich war da auch so lange nicht. Ah, das Eiles, genau. Das Eiles und das Café Rathaus sind da. Ja, ich glaube, das erste war es wohl. Ja, so. Ja, das ist das große an der Ecke vorne. Ja. Hast du mal einen Link? Kann ich ja schon mal gucken, was es da Leckeres gibt. Und dann. Café Eiles. Ja, mal gucken, wer schneller ist. Café-Eiles.at. Ja, Sascha. Ich dachte, jetzt steht der schon längst im Chat hier. Also, die sind ja, die hören ja Zeit, ein bisschen zeitverzögert. Ha! Ah ja, hier. Sehr gut. Ah, jetzt Speisekarte. Das sieht nett aus, ja. Das sieht sehr hübsch aus. Ja, ich war ewig Speisekarte. Nicht da, aber das war Frühstück. Immer nett dort. Oh, ist das klein hier. Warte mal. Oh, jetzt habe ich ein PDF runtergeladen. Dann. Sascha ist entschuldigt. Er war gerade in einer anderen Art Recherche unterwegs. Er hat die Sendung gesucht. So, jetzt habe ich die Da, Frühstück. Kleines Frühstück. Ja, English Breakfast, Wiener Frühstück. Ja. Das klingt doch schon mal. Ist das eine Empfehlung? Gut. Ja. Guck mal, es gibt auch Green Breakfast, aber keine grüne Soße dabei. Ah. Aber wenn ihr gleichzeitig podcasten wollt und braucht Strom, dann müsst ihr den Tisch neben der Toilette nehmen. Sonst geht das nicht. Okay, gut zu wissen. Ja. Wir sind nämlich damals nochmal umgezogen, weil uns irgendwie die Batterien abgeraucht sind. Dann da, glaube ich. Irgendwas war da. Das hatte ich mal auf der Frankfurter Buchmesse, dass ich extra vorher noch sämtliche Batterien geladen und treffe mich halt mit dem Interviewpartner in der Messehalle und ich mache halt also Gerät an und so weiter, zeigt an, leer. Shit. Batterien raus, Ersatzbatterien rein, leer. Fuck. Alter, das war eine Aufnahme. Wenn man wirklich mit diesen quasi leeren Batterien dann halt immer so in 15-Minuten-Blöcken und den Anfang habe ich mir tatsächlich noch halb überschrieben, weil es zwischendrin dann halt abgeraucht ist, das Gerät. Mann, da habe ich dann auch zu Hause angerufen und dem Clemens gesagt, er soll bitte auf der Stelle dieses Ladegerät entsorgen. Das war so, okay, das bringt es jetzt hier gerade nicht mehr. Ja, dann hatte ich ein neues fancy Ladegerät und Das war Holzklopfen, genau, das haben wir gehört.
Ja, bei solchen Sachen macht es dann auch keinen Sinn zu sagen, ach, das legen wir mal zur Seite, vielleicht kann man das ja nochmal reparieren. Ne? Mhm. Also dann, muss man besser sagen, nee, da tauche ich, mache manchmal auch so, dass ich so Sachen, die halb kaputt sind, lege ich dann irgendwie hin, vergesse dann aber auch, dass sie halb kaputt sind und benutze sie dann halt irgendwann wieder und weg damit in den Elektroschrott, da wo es hingehört dann. Also ich bin ja ein großer Freund von Dinge reparieren, wirklich. Aber es gibt irgendwann diesen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt reicht's. Also das ist ja, jetzt kein wirklich Vertrauen mehr in dich, Gerät. Geh weg. Hinfort. Ja, aber ne, auch Ladeelektronik irgendwie dann durchtesten und überprüfen und bla, wenn ich mir denke, okay, ich kriege für überschaubares Geld ein neueres, vielleicht effizienteres Gerät, was vielleicht dann auch schon eine neuere Generation Akkus auch noch mit kann, etc. pp., war dann eher so ein Neocom. Ja, da tut sich ja auch schon wieder einiges. Ich habe letztens irgendwie so einen Bericht gesehen über so Akkuschrauber. Und da war erste Generation, zweite Generation und der Batteriepack, identische Leistung, hatte nur noch die Hälfte der Größe sozusagen, weil das nicht mehr gerollt wurde, sondern gefaltet, keine Ahnung. Also irgendwie konnten die den Raum da besser nutzen und da, ja, meine Güte, nochmal 10 Jahre weiter und du kannst dir irgendwie 48 Volt unter den Fingernagel klemmen oder so. Das ist wirklich irre. Ja. Wäre ja schön. Wo habe ich denn das neulich gehört? Sebastian, da kannst du mir vielleicht gleich aushelfen, dass wir mittlerweile mit der Solartechnologie, die wir jetzt haben, mit der Hälfte der Fläche dasselbe erreichen wie das, was wir vor 20 Jahren überall hingepflastert haben. War das nicht? Hatten wir es nicht? Mir kommt es auch bekannt vor. Habe ich jetzt noch nicht gehört, aber könnte ich mir gut vorstellen. Also ich meine, die Effizienz von Solarmodulen hat in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall extrem zugenommen. Das macht durchaus Sinn. Also die noch vor 20 Jahren irgendwie hergestellt worden sind, da sind wir ein ganzes Stück weiter. Und das geht ja auch noch ein Stück weiter. Also ich wurde ja auch letztens erst wieder irgendwie nochmal neue, effizientere Module, bis sie natürlich dann immer marktreif sind, ob die sich dann wirklich gut fertigen lassen. Das dauert dann immer, wie bei den Batterien natürlich auch. Ne? Ich meine, es gibt ja schon extrem viel Forschung in dem ganzen Bereich. Man muss halt immer abwarten, was sich dann als marktreif und als preis-leistungstechnisch auch sinnvoll entwickelt. Und auch mittlerweile, was ich gut finde, zumindest sagen sie es, wird auch natürlich jetzt auf viele schädliche Entwicklungen, dass man jetzt nicht irgendwelche seltenen Erden oder sowas, sondern halt versucht, irgendwas zu nehmen, was halt wirklich gut verfügbar ist an Ressourcen und nicht irgendwie wieder irgendwas auszunutzen oder was vielleicht in 10 Jahren nicht mehr da ist, weil wenn wir das jetzt mit unseren Kapazitäten voll bespielen, dann haben wir davon nicht lange was. Das finde ich schon mal anscheinend gut, dass da zumindest die Ansätze in der Forschung hingehen. Ob das dann in der Praxis dann auch wirklich so erfolgreich ist, dann bleibt abzuwarten, aber ich bin da jetzt mal ein bisschen optimistisch, dass das vielleicht tatsächlich klappen könnte. Aber das dauert alles noch ein bisschen. Aber ich denke auch so, also wenn man jetzt 20 Jahre weiter guckt, dann wird das wahrscheinlich schon wieder ein ganz anderer Technologiesprung sein, den wir da vor uns sehen werden. Stimmt. Ich glaube, ich weiß wieder, wo es war. Es kann Wochendämmerung gewesen sein. Die Folge vom 16. September, der Weltuntergang fällt aus. Klimagespräch mit Jan Hegenberg, aka der Graslutscher. Das könnte es gewesen sein. Ja. Der hat ja Optimismus Zeit verbreitet. Ne? Ja, tatsächlich. Ich war positiv, aber nicht konsequent. Also ich habe die Anmoderation war so, dass ich dachte, wow, jetzt lasse ich mir mal so richtig die Seele massieren. Aber zwischendurch war dann doch immer mal wieder so, naja, vielleicht kommt es auch anders oder so. Und dann, also, die Massage funktioniert nur so halb. Ja, wobei. Also ich fand es jetzt positiver als alles Mögliche, wie es in meinem Kopf schon aussah, wenn ich so, aber wir wollen jetzt nicht über Nachrichten reden, aber ich fand die Folge tatsächlich deutlich positiver, als ich gedacht hätte, dass man das Ganze sehen kann. Hm. Ja. Da vor allem die Größenordnung wurden so ein bisschen einsortiert. Ne? Also
wo dann in meinem Kopf auch schon wieder, ja, was soll ich denn dann machen? Ich kleine Einzelperson, ne, ob ich jetzt irgendwie den Fuß aufs Gas setze oder ganz verhalten fahre, dann macht dann auch keinen Unterschied. Aber doch, es macht einen Unterschied, das darf man halt nicht vergessen. Ja. Mhm. Weil sich's halt läppert. Ja, oder sei es als Vorbildfunktion oder halt als, ja. Als, ne, ich meine, ich denke mal, in unserer Community ist das sowieso schon jetzt so, dass die meisten, also so habe ich es jetzt öfters schon erlebt, dass die meisten tatsächlich versuchen, das Beste, was sie können, zu machen. Aber ja, vielleicht inspiriert das andere und dass man da auch ein bisschen versuchen kann. Ja, immer gelingt einem das auch nicht immer, das muss man auch sagen. Ich meine, das ist halt einfach so. Manchmal ist man einfach in dem Moment bequem oder denkt auch vielleicht gar nicht drüber nach und macht sich erst hinterher Gedanken dazu. Aber ja, so ist das halt. Aber ich höre mal, wenn man wenigstens dran arbeitet, dann ist das, glaube ich, immer schon ganz gut und das ein bisschen auf dem Schirm hat. Ja, ob es wirklich was bringen wird, ja, das bin ich auch vorsichtig optimistisch. aber ja. Fürs eigene Gefühl ist es auf jeden Fall gut. Ja, also, man kann sich zumindest dann hinterher nicht große Vorwürfe machen, dass man es komplett ignoriert hat. Eben. Ja, und absolut nichts machen ist, glaube ich, tatsächlich einfach keine Option. Also das fällt halt, glaube ich, einfach grundsätzlich aus. Das, ja. Ja. Apropos, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir versuchen die Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen. Und haben ja eine Flüchtlingskatze quasi aufgenommen. Ah. Genau, und die ist richtig, jetzt seit ein paar Wochen oder seit zweieinhalb Wochen ist sie jetzt hier und hat sich schon total super eingelebt, ist super kuschelig, also sehr menschenbezogen auch. Genau, kommt auch super klasse mit den anderen zurecht und jetzt habe ich es gerade gesagt und jetzt fangen sie gerade an, sich hier im Flur zu jagen. Aber spielmäßig, also sie kommt wirklich gut mit den anderen klar und es ist toll und man merkt halt auch richtig, dass sie ganz happy ist hier, glaube ich. Also das ist schön. Das ist einfach so. Was heißt jetzt Flüchtlingskatze? Also das ist nicht eine Katze aus dem Tierheim, die irgendwie abgegeben wurde, sondern die ist wirklich geflohen? Nicht ganz. Also wir haben sie bekommen über einen Tierschutzverein. Das ist so ein deutsch-russischer Tierschutzverein, die tatsächlich Pflegestellen auch in Russland haben. Und die war tatsächlich vorher auf einer Pflegestelle in Russland. Ah. Genau. Ja. So wie Gesche Schaar mit den Zypernhunden irgendwie. Genau. So hast du jetzt mit russischer Katze. Habe ich gerade eine russische Katze, genau. Aber wir haben ja auch der Kater, der Spot, über den ich auch manchmal auf Mastodon schreibe, mit Hashtag Spot the Cat, der ist ja aus Ungarn, also von der ungarischen Pflegestelle. Also wir machen hier Völkerverständigung in Pelz. Okay. Und genau, und läuft aber tatsächlich super gut und geht ihr auch gut. Waren beim Tierarzt, also sie war dann ein bisschen verschnupft, war ja auch eine lange Reise dann und so. Und ja, hat die beiden Katers haben gleich mitgemacht mit verschnupft sein und jetzt sind sie aber alle auch so gut wieder durch und die Tierärzte sind jetzt auch ganz happy mit ihr und ja, alles super. Und ja, haben jetzt vier Katzen. Jetzt haben wir so ein kleines Rudel. und das sind halt auch, ist auch die maximale Anzahl, die wir hier halten dürfen. Und ist das vorgeschrieben? Nee, wir haben tatsächlich bei uns im Mietvertrag drin stehen, dass wir maximal vier Katzen hier in der Wohnung halten dürfen. Ach was. Ja. Eine Anzahl? Mhm. Aber, also wir hatten halt jetzt jahrelang drei. Und dann ist ja mein alter Kater gestorben, dann waren es zwei, dann waren die anderen beiden die ganze Zeit nur am Mounzen und haben ihn gesucht überall und dann haben wir den Spot dann dazu bekommen. Auch wieder eben, wie gesagt, über den Tierschutzverein. Genau, und dann hatten wir halt immer noch einen Platz frei und ich dachte halt immer so, naja, vielleicht, wenn wir mal irgendwo wieder Langstrecke fahren, das ist nämlich schon mal passiert, Langstrecke gefahren, Rasthof in Wels, also in Wels und ich steige aus dem Auto aus und sage, hier maunzt eine kleine Katze. Und mein Ex-Mann meinte dann so, du spinnst doch. Ich dachte so, nein, hier maunzt eine kleine Katze. Und dann haben wir die tatsächlich auch gefunden. Also die war halt auf so einer Wiese. Die war viel zu jung. Die war viel, viel, viel zu klein, um selber mausen zu können. Und haben die dann
Da waren wir auf dem Rückweg von meinen Eltern, genau, und da hatten wir, meine Mutter hat uns Leckerlis für unsere Katzen mitgegeben und haben die dann halt von dieser Wiese runtergelockt. Die war wirklich winzig, die war so groß wie meine Hand und ich habe schon kleine Hände. Und dann hat eine Frau, die drin gearbeitet hat an dem Rasthof, die hat sie dann mit nach Hause genommen. Und dann habe ich Jahre später, als ich da mal wieder vorbeikam, habe ich da angehalten und habe gefragt. Also die war dann noch tatsächlich da, die Frau, und habe dann gefragt, wie geht's denn der Katze? Und sie meinte, ich glaube Kira hieß sie dann, meinte, es ist die beste Freundin vom Hund und lebte da immer noch. Ja, sehr noch. Schön. Genau, und dann für so ein oder ähnliche Fälle hatte ich dann immer gedacht, naja, dann haben wir noch einen Platz frei und ja, und jetzt haben wir den eben vergeben an die Mischka und die fühlt sich jetzt hier, glaube ich, auch ganz wohl. Das ist voll schön. Ich glaube, die Gesche hatte erzählt, dass das immer ein bisschen schwierig ist, weil man immer erst Personen finden muss, die die Beförderung übernehmen. Ne? Also so Flugpaten oder sowas. Irgendwas habe ich da so im Kopf. Wie ist die denn von Russland zu euch gekommen? Ist sie irgendwo im Flugzeug mitgeflogen oder im Auto mitgefahren? Nee, das ging nicht mehr. Das ging nicht mehr. Die haben... Also rausfliegen konnten gar keine Katzen mehr, schon direkt ab 24. nicht mehr. Das war ja, also ich war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich, genau, da war ich ja im Haus am See, da hatte ich euch ja noch einen Audiogruß vom Haus am See geschickt. Das war ja dann auch genau da und da saß ich dann halt, lustigerweise auch mit der Fenner, die ich vorhin erwähnte, die Herausgeberin der Anto, saß mit ihr da halt in dem Haus am See und sie ist da involviert eben bei diesem Verein und kriegte dann halt abends, als wir halt fassungslos gerade die Nachrichten schauten, kriegte sie dann halt Nachrichten von den Leuten, die russischen Pflegestellen da halt betreiben. Somit dürfen wir überhaupt noch mitmachen. Und das war so herzzerreißend, somit. Okay, und dann habe ich damals nämlich quasi direkt dort am Tisch gesagt, wenn sie irgendwann wieder Katzen rauskriegen, dann würden wir halt auch eine nehmen. Und das Versprechen haben wir jetzt dann halt auch eingehalten. Und fliegen konnten sie nicht mehr, sonst wäre nämlich am 26. hätten Katzen kommen sollen. Das ging nicht. Und das ging jetzt auch die ganze Zeit nicht. Das war dann auch immer alles sehr schwierig, da halt die Spendengelder hinzukriegen und so. Und wir haben jetzt dann oder Bescheid gekriegt, als es hieß, sie haben jemanden gefunden, die mit einem umgebauten Transporter klimatisiert und tiergerecht und große Boxen und so weiter halt einen Landtransport machen würden, also wirklich mit dem Auto fahren. Und das haben sie dann halt auch gemacht und sind mit so einem umgebauten Transporter halt sind dann 27 Katzen gekommen. Das war dann ganz interessant, da standen dann wirklich der ganze, also war dann halt ein Übergabeort ausgemacht, das und dann standen da halt ganz viele Familien und Menschen mit Transportkörben und haben halt eben auf diesen Transporter gewartet. Das war dann total schön zu sehen, wie dann ganz viele Tiere zu ihrem Forever Home dann halt auch weiterkommen konnten. Schön. Das ist dann so ein Happy End irgendwie, ne? Schön. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Aber was ich jetzt so mitgekriegt habe, also die haben halt irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe und so weiter gehabt, da war ich jetzt ja nicht mit drin, weil kein WhatsApp, aber was ich halt so mitkriege von 2, 3 Leuten, die ich dann da halt auch, also die das organisiert hat, die meldet sich ab und an und fragt, wie es der Mischka geht oder wir schicken ihr halt von uns aus auch einfach ein paar Fotos. Und die meint, oder was ich halt so gehört habe, den anderen geht es auch allen soweit gut. Das ist schön. Das sind gute Nachrichten. Das hilft, hilft den Seelen nach oben. Das ist gut. Das flauscht uns auf, genau. Sehr gut, genau. Super. Super. Ja. Aber ich muss gerade dann denken, dass ich meinen Nachbarskater schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Oh. Ja. Ja, der ist jetzt irgendwie bei anderen Nachbarinos untergekommen und die wohnen halt irgendwie so im 3., 4. Stock und jetzt kommt er halt, glaube ich, nicht mehr so oft runter. Also vorher hat er halt im Erdgeschoss gewohnt. Wenn er denn überhaupt noch bei den Nachbarinos ist und nicht doch wieder irgendwo anders. Ja. Naja.
Vielleicht mal irgendwann. Ja, toi, toi, toi. Aber noch ein Thema. Heute hat es doch, glaube ich, den Literaturnobelpreis gegeben. Und ist der nicht nach Österreich gegangen? Habe ich das richtig? Frankreich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ach, Frankreich. Nach Österreich ist doch der Physiknobelpreis gegangen auch, oder nicht? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe es nicht wirklich verfolgt. Ich habe es nur mitgekriegt, weil es die Kader auf Mastodon schrieb. Moment, ich kenne die Person nicht und ich hatte irgendjemanden, einen Österreicher twittern sehen, der schrief, wenigstens jemanden, den man kennt. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt jemand aus dem Dunstkreis Österreich und wollte jetzt sozusagen dir als österreichische Autorin sozusagen mitgratulieren, das eine von aus eurem Dunstkreis. Aber das hat sich ja gerade erledigt. Okay, nicht ganz. Annie Ermoras. Also aus Europa. Hurra, ja. Europa. Ja, ja, ja. Wir sind Literatur. Genau. Es ist der Physik-Nobelpreis und zwar den Österreicher Anton Zeilinger. Und noch. Ach, dann habe ich das durcheinander gebracht. Ach so, meine geheime Superkraft. Nehme ja. zwei Nachrichten, mixe sie und gebe sie falsch wieder. Jawohl. das kann ich am allerbesten. Wirres Zeug reden. Okay, ja. Kennt ihr denn diese, kennst du, also ich kenne sie nicht, weiß nicht, du Vera vielleicht, ich du bist ja literarisch auch näher dran. Ich kenne sie auch nicht, tatsächlich. Tatsächlich ebenfalls nicht. Weil es wurde nämlich, ich habe ganz kurz so einen Bericht da gesehen oder gelesen, dass sie im Wesentlichen autobiografische Dinge schreibt. Und als du gerade sagtest, Claudia, in der Anthologie hast du deine Geschichte mit dem Motorrad verarbeitet, da habe ich gedacht, guck, ich habe ein Prinzip wiedererkannt. Und das kann sogar bis zum Literaturnobelpreis führen. Also, wer weiß, was noch kommt, Claudia. Schauen wir mal. Der Anruf aus Schweden. Ring, ring. Oh, ja, ich glaube, da ist noch lange hin. Und es gibt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Leute, die da viel, viel näher dran sind. Ja, würdest du das denn tatsächlich auch wollen? Du stehst ja dann von jetzt auf gleich total im Brennpunkt. Zumindest für eine gewisse Zeit. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. Schwierig. Schwierig. Also, kommt vielleicht auch sehr darauf an, auf womit, / wofür. Und weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Doch, kann immer ich das dankbar dann annehmen. Ja, nein, immer dankbar annehmen. Egal, also wenn es nicht gerade aus einer zweifelhaften Quelle ist, ne? Freunde der fragwürdigen fragwürdigen Fantasiefakten, die loben den ganzen Preis aus. Nee, danke, muss ich nicht haben. Aber den dann vielleicht nicht, nee. Ja, immer dankend annehmen, das stimmt. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt eine geniale Überleitung zu deiner zweiten Werbung. Du wolltest doch mehrere Werbeeinblendungen machen heute. Hat jetzt nicht so funktioniert. Die ist jetzt allerdings gar nicht mal so, so Literatur-Nobelpreis-trächtig, hat allerdings tatsächlich was mit Literatur-Lesen zu tun. Und zwar habe ich jetzt seit anderthalb Jahren, grobe Richtung anderthalb Jahren, schreibe ich mit einer Autorenkollegin, mit der Barbara Wimmer tatsächlich, so Awareness-Krimis für einen österreichischen Konzern. Das Projekt läuft bei denen noch, deswegen darf ich da jetzt gerade noch nicht ganz offen drüber reden und so weiter. Moment, also Awareness-Krimis für einen Konzern? Genau, Datenschutz und IT-Security-Awareness, wo wir, sollte eigentlich mal jeden Monat, sind jetzt deutlich weniger geworden, weil das dann auch während des Projekts ganz viele Sachen aufgetaucht sind, wo wir alle ganz viel von gelernt haben. War aber super spannend. Auf jeden Fall lief das Projekt dann so oder läuft das Projekt so, wenn wir eine Geschichte abgegeben haben,
Dann wird die dann halt bei ihnen in-house veröffentlicht und eine Woche später machen sie dann halt auch ein Schulungsprogramm zu genau dem Thema. Also da kriegen wir dann halt vorher Briefings, worum soll es gehen und so weiter und so fort. Genau. Und ja, und das habe ich jetzt über den Sommer alles ein bisschen ausgearbeitet und habe gesagt, okay, das werde ich jetzt selber auch anbieten einfach. Das heißt, Menschen können, also man muss jetzt kein österreichischer Konzern sein, um sowas kriegen zu können. Und genau. Aber neue Geschichten, du nimmst nicht die, die du da produziert hast und verwendest die weiter, sondern dann würde im Prinzip etwas maßgeschneidert für die neue Firma gemacht werden. Genau, was maßgeschneidert ist, das wäre die eine Option oder tatsächlich halt quasi Story as a Service, dass das einfach jeden Monat, keine Ahnung, beispielsweise ersten Mittwoch im Monat, kommt halt einfach eine Geschichte zu einem ganz aktuellen Thema. Muss man ja nur einmal quasi heiser aufschlagen, was ist jetzt gerade in. Oh, gucke, man kann Microsoft Teams Tokens quasi im Klartext rauslesen. Was kann da denn alles schief gehen? Und gibt es dann halt einfach Geschichte direkt ins Postfach der oder des Datenschutz- oder IT-Security-Beauftragten. Genau, und das wäre halt so die skalierende Idee dahinter. Und ihr hört jetzt quasi gerade das als allererste davon. Genau, und ich bin jetzt gerade total gespannt, ob das tatsächlich klappt, ob das irgendwen interessiert, ob das irgendwer haben wollen würde. Und ja, bin da mal gespannt, was passiert. Die verwunschene Adressiermaschine. Dauernd, dauernd bekommen falsche Adressaten die Daten anderer Leute. Ja, zum Beispiel sowas. Ne? Und dann, genau, dann spielt es einmal in einer Arztpraxis, das nächste Mal spielt es bei einer NGO, das dritte Mal spielt es dann tatsächlich vielleicht in einer mittelgroßen Firma, in der IT-Abteilung oder in der Produktion oder wie auch immer. Ne? Und dann, ich möchte bitte auch ein Amt haben, wo man noch Faxe benutzt. Ja, klar, können wir machen. Ich schreibe das gleich mal auf. So, und warum dann, haben die eigentlich so einen schlechten Ruf, die Faxe? Ich meine, ich benutze auch noch täglich Faxe. Okay. Also es ist, aber genau, weil viele ja also der Meinung sind, dass Faxe so datenschutzsicher sind und so. Den Zahn genau müssen nicht. Wir uns tatsächlich ziehen. Also eben, das war das passt ich ja habe hab das auch eine Zeit lang nachgeplappert nach dem Motto, ja, Fax ist sicher. Also ne, Arztpraxis zu Arztpraxis, E-Mail geht nicht, aber Fax ist in Ordnung. Ja, bis ja, mir dann genau. mal jemand sagte, was redest du da? ja, Labarababer, nee, das ist ja ganz anders. Und dann, ja, also wenn das Fax unterwegs zu einer E-Mail gemacht wird und dann hinterher nur im Faxgerät wieder zu einem Fax, dann ist es natürlich dasselbe in grün. Das ist klar. Ja, genau. Also dann nutzt nichts, dass das zwischendurch einfach mal oder vorne und hinten anders aussieht als zwischendurch eine elektronische Nachricht. Das ist unverschlüsselt. Das ist natürlich dann Käse. Ja. Ja, genau. Aber so grundsätzlich als Kommunikation, ich meine, gut, da kommt halt Papier raus und wir wollen das mit dem Papier ja nicht so verschleudern. Aber dieses ganz große Totreden von, na, Faxe ist ja hahaha, die nee, alten also, wie Leute. Gesagt, Faxe so. Sind sehr praktisch. Aber, also ja. Sag ich jetzt mal so, weil wir brauchen halt immer alles so mit Unterschriften drauf und so. Man kann das natürlich alles einscannen und bla, aber es geht dann halt schneller, wenn man das gerade mal hinschickt, zack, unterschreiben, zurückschicken. So, ohne das einzuscannen noch vorher und dies noch. Und ja, du scannst doch das Fax ein, also das Papier, genau, also das ursprüngliche. Also es ist ja ein Fernkopierer und du brauchst ja ein Original, genau. Was du irgendwo reinlegst. Nee, oder? Also das, genau, aber dann ist es halt schnell, dann, also wenn wir, es geht meistens so um irgendwelche Bestätigungen, dass wir irgendwas brauchen und machen so mal gerade eine Unterschrift drauf und sowas. Es ist dann halt innerhalb von einer Minute erledigt und es muss nicht erst noch ein Computer angemacht werden und dies noch und das noch. Ja, wenn es halt richtig schnell gehen muss. Bürodrucker-Dinger mit all ihren Problemen und auch Sicherheitsproblemen tun ja letztendlich genau dasselbe. Ja. Also du hast ja halt auch schick E-Mail an. Und genau dasselbe tut ja das Faxgerät letztendlich auch. Ja, und es kommt noch hinzu, also das mit der Unterschrift auf einem physikalischen
Träger sozusagen. Mhm. Das ist ja juristisch abgehangen sozusagen. Alles ja, andere, ja. Wo wir sagen, eine elektronische äquivalente Unterschrift, das ist ja immer noch so Neuland. Ja, ja, eben, genau. Ne? Das ist also, halt, da weiß man nicht so ganz genau. Obwohl, also ich höre jetzt, im Geiste höre ich hier Linus Neumann schon wieder stöhnen. Also, nein, ja, ja. Das ist doch alles, also, das ist doch alles nein, also, vorhanden. Warum benutzen wir das denn nicht? Ja, hat er recht, hat er recht. Genau, und bevor man irgendwelchen Menschen in irgendeiner in irgendeiner Krankenkasse oder irgendwelchen ältlichen gesetzlichen Betreuern irgendwie erklärt, jetzt müssen sie das dann einscannen und dann die Unterschrift und so, ist es halt schneller gemacht, das dahin zu schicken, Unterschrift drauf und wir zurückschicken. Das ist halt einfacher für manche Menschen. So, deswegen ist es dann auch schneller meistens, genau. Das ist tatsächlich, glaube ich, also man sollte vielleicht Papier und Bleistift nicht ganz unterschätzen. Also das hat einen Geschwindigkeitsvorteil und aber auch einen Daten, sag mal, du kannst das irgendwie, ja, vielleicht wenn du es dann per Fax durch die Gegend schickst, dann nicht mehr, aber ansonsten, ich denke mir so, meine privaten Notizen, wenn ich die jetzt in einen Google-Doc schreibe oder in meinen Papierkalender, dann würde ich sagen, hat der Papierkalender erstmal die Nase vorne, so was Vertraulichkeit angeht. So, ja, also so ganz ist das ja Papier und Bleistift ja nicht out, finde ich jedenfalls. Wird immer so ein bisschen, kommt immer so ein bisschen so schlecht dabei weg, weil alles so in einen Topf geworfen wird. Da muss man vielleicht auch mal genau hingucken. Ja. Und dadurch, dass man einen Stift bewegt und dadurch irgendwas, also mein Gedanken, den ich aufschreibe, der geht ja dann noch durch meinen Körper durch irgendwie. Damit verbinde ich, bin ich noch irgendwie mehr verbunden, als wenn ich das immer nur so auf so einem Display tippe. Mhm. Also da gibt es sogar Forschung zu, dass es angeblich sogar von der Verarbeitung her besser ist. Also man merkt sich Sachen besser oder tatsächlich auch, wenn man mit der Hand schreibt, also Geschichten schreibt, kreativ schreibt, werden die Geschichten kreativer oder halt spannender, interessanter. Okay. Ich würde das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich habe das schon öfter gelesen, halt auch in diversen Büchern von SchreibtrainerInnen und so weiter. Ich muss mir da echt mal ein paar Studien besorgen, was da tatsächlich drin steht. Aber ich finde es ganz interessant. Ja. Ich sah heute eine Gruppe von Studierenden. Erstsemester wahrscheinlich. Und die schrieben alle mit demselben weißen Stift. Und ich dachte, was ist das? Ist das ein Werbegeschenk oder so? Und dann schrieben die alle auf so einem Tablet. Also die schrieben tatsächlich mit der Hand und machten halt Buchstaben, aber auf dem Tablet. Und das ist ja auch eine witzige Hybridform dann sozusagen. Mhm. Du hast es dann im Rechner mit allen Sicherheitsproblem möglicherweise, aber es ist eben nicht getippt, sondern dann doch mit deinem eigenen Schnörkel geschrieben. Das ist gar nicht so ganz blöd, wenn das auch noch gut funktioniert. Also ich habe hier noch so ein älteres Gerät, da ist das kommt mit dem Nachzeichnen meiner Bewegung nicht immer so ganz hinterher. Also das ist so, aber die Neuen können das, glaube ich, schon richtig gut. Das wäre vielleicht nochmal, was ich mal ausprobieren sollte. Ja, vielleicht. Ich habe sowas ja auch und also ich verwende es halt primär, um wenn ich halt was einlese, also Kurzgeschichten einspreche oder sowas, dann mache ich mir halt Betonungszeichen vorher wirklich in dem Dokument und arbeite das halt quasi dann auf dem Tablet einmal durch, weil ich dann keine Blättergeräusche und so weiter habe, die ich dann hinterher sonst rausschneiden müsste. Ja. Ich habe gestern eine Doku gesehen von einem asiatischen Orchester und die spielten auf Bambusinstrumenten, also ganz, ganz traditionelle Bambusinstrumente, wahrscheinlich hunderte von Jahren alt, und hatten aber dann ihre Notenblätter auf Tablets. Das ist dieser Kontrast. Ich habe heute war einer in der S-Bahn, der hatte so ein, wie heißen die großen Streichinstrumente, Kontrabass hatte der dabei und hat Notenblätter auf dem Tablet gelesen, während er in der Bahn so, ich weiß nicht, er hatte Kopfhörer auf, ob er das Musikstück gleichzeitig gehört hat oder ob er einfach Könnte gut sein. Aber das fand ich auch sehr spannend. So, manche haben halt so ein
einfach ein E-Book irgendwie dabei oder so und er hat halt Noten gelesen statt, ja, statt Schrift. Fand ich sehr spannend. Das ist auch ziemlich praktisch. Auch du brauchst natürlich kein Licht mehr an deinem Pult. Ne? Aber irgendwie, also ich hab diese Szene gesehen, diese historischen Instrumente und die waren auch so ein bisschen so. Und dann hast du diese ultramoderne Technik dazwischen. Also dieser Kontrast war schon gewöhnungsbedürftig. Mal so. Aber gut, wenn es funktioniert, warum nicht? Klar. Man kann dann auch noch mit Fußschaltern arbeiten. Das finde ich ja besonders witzig. Ich habe nämlich mal bei einer Musikerin wurde ich mal gebeten, umzublättern beim Konzert, weil ich so ein bisschen Noten lesen kann. Und natürlich war ich dann irgendwann verwirrt und wusste nicht mehr, wo wir waren. Und dann kann ich jetzt schon umblättern oder bin ich noch gar nicht an der Stelle? Und dann war ich zu spät dran, dann sah ich nur an wilden Kopfbewegungen, dass ich jetzt endlich mal umblättern sollte. Und dann war ein bisschen doof. Dann habe ich gedacht, ja, also wenn da jetzt ein Fußschalter im Spiel gewesen wäre, dann wäre dieser komische Moment, wo ich mich da abgemüht habe, gar nicht notwendig gewesen. Mache ich auch nie wieder, das weiß ich. Nie. Ja, genau. Es gibt so Sachen, die macht man einfach nur einmal. Auch. Never again. Soll sich doch bitte andere damit dahinsetzen. Nee, gar nicht gut. Nie wieder. Ach ja. Ach so, aber wir können ja vielleicht mal den Sebastian wieder ein bisschen mit reinholen. Ja. Ah, du wartest schon drauf. Endlich. Du machst ja nichts mit nie wieder, sondern immer wieder. Immer wieder ist Studio Link ein Thema für dich und von dir. Ich habe da so eine Mail bekommen. Ich soll am 10. Dezember aufmerksam sein und hinhorchen. Du hast uns eingeladen zum großen Studio Link. Release Day. Wie heißt das bei Apple immer, wenn die so eine Präsentation machen? Ja, Keynote, glaube ich. Ne, ja, oder? Genau. Studio Link Keynote. Erzähl doch mal, was hast du da vor? Ich meine, das ist noch ein bisschen hin. Pullover im Stream? Ja, bitte, bitte. Und Jeans. Und ganz lässig. Oh ja. Genau, was habe ich da vor? Genau, es geht darum, dass ich da jetzt mal die Entwicklung der letzten Jahre, die vor allem im Hintergrund stattgefunden haben, so ein bisschen in jetzt ein fertiges Release gießen möchte und mit neuen Funktionen und einer neuen Oberfläche, die dabei sein wird. Und genau, zum einen, also man findet das alles unter day.studio.link zusammengefasst. Genau, am 10.12. soll der Tag sein. Um 10 Uhr habe ich so mal angesetzt. Und ja, dann werde ich dann hoffentlich schon vieles zeigen können und hoffentlich auch das Release schon für euch bereit haben. Also die letzten 4 Wochen waren jetzt ein bisschen durchwachsen von meiner Zeitplanung, aber ich bin noch guter Dinge, da noch im Terminplan zu bleiben und zumindest. Ansonsten wird es halt ein Beta-Release-Day, mal gucken. Och, doch, beste Erfahrung mit. Ja, kein Problem. Ja, genau, also unter anderem Videosupport wird in Studio Link Einzug halten. Jetzt Screensharing. Was für Video? Ja. Ah, okay. Ist natürlich optional. Also ich meine, ist natürlich immer optional. Natürlich. Überlassen, das einzuschalten oder nicht, auf jeden Fall. Nee, ist jetzt Zwang. Genau. Also du hast ja schon mal für das virtuelle Podstock. Genau. Ne? Hast du doch schon mal sowas gebaut mit Videoanteilen. Ja, richtig, das war so ein erster Prototyp. Genau. Ja. Aber da war das ja, waren das dann auch getrennte Welten, ne? Also einerseits die Audioverarbeitung, andererseits dann dieses Jitsi oder was das war. Oder? Das war die ganz erste Version. Ja. Genau, da hatten wir einen Big Blue Button eingesetzt. Und Big Blue Button. Genau, das Jahr danach war dann komplett auf einer Eigenentwicklung von mir schon an dem ersten Produkt. Ignoriert. Sorry. Genau. Und dann
Dann das, was wir jetzt im Frühjahr hatten, das war dann schon so etwas erweitert. Und jetzt hoffe ich, dass ich das dann zum Release-Sale so weit rund geschliffen bekomme, dass es dann auch für die Allgemeinheit und auch zum vielleicht selber Hosten gut genug ist und dann auch so funktioniert, dass man damit auch im Fediverse auch so ein bisschen teilnehmen kann. Das heißt also so ein bisschen Vernetzung mit dabei ist und das Ganze auch natürlich weiterhin Open Source ist. Aber das heißt, wenn ich jetzt mein Studio Link öffne, ach nee, das ist ja hier Reaper, das ist ja gar nicht Studio Link, das ist ja nur das. Aber wenn ich mein Reaper öffne mit dem eingeschobenen, untergejubelten Studio Link, dann ist nicht gleich eine Kamera an, oder doch? Nein, nein, nein. Das müsstest du dann natürlich erst aktivieren, richtig. Okay. Beruhigend. Beruhigend. Ich möchte nicht, dass mich irgendwie jetzt hier zuguckt. So. Heute geht es ja sogar heute, aber es gibt Tage, wo das vielleicht. Ja, es war halt das meistgewünschte Feature, weil das irgendwie alle anderen so jetzt natürlich auch man sich dran gewöhnt hat über die Corona-Zeit, Videotelefonie und so weiter. Manche sehen sich halt ganz gerne dabei, andere eher weniger und das ist halt dann, so kann das, ist ja auch für jede Situation unterschiedlich, ne? Also ja, dadurch. Ja, ja. Sind ja auch Möglichkeiten mit Screensharing-Support, dass man eine Präsentation vielleicht mal halten kann. Na, ich meine, man muss ja kein Video aktivieren, da reicht ja schon Screensharing, dass man vielleicht irgendwie Sendungsnotizen schon mal teilt oder irgendwie Pause oder sowas. Das ist natürlich eine interessante, neue Möglichkeiten. Genau. Ja. Und dann wird das halt so ein bisschen, wie das dann hinterher in der Postproduktion dann in einem Podcatcher oder sowas, das ist dann natürlich wieder ein anderes Problem, aber dann hat man vielleicht ein bisschen Mehrwert-Content für so einen YouTube-Kanal oder andere Kanäle, die irgendwie bespielt werden. Es gibt ja auch manche, die das irgendwie automatisiert aus Auphonic dann dort bespielen. Das wäre dann ja so ein Mehrwert-Ding. Aber gut, ich stelle ja immer nur das Werkzeug zur Verfügung, was dann hinterher damit passiert, dass ich auch eure Kreativität gefragt und da mache ich mir wenig Sorgen, dass da Kreativität entstehen wird. Ja. Wo du gerade sagtest, der Chat feiert übrigens gerade schon den 10.12. als den Start für den Weltkonzern Studio Link. Ach so. Und es beginnt mit einem Kameraflug über das Studio Link Firmengelände und dann Zoom auf Sebastian. Das war auch schön. Immerhin, du musst nicht mit dem Fallschirm irgendwo rausspringen. Das gab es doch auch schon mal. Nee, du sagtest gerade zum selber hosten. Also das ist die Idee, dass du das sozusagen, dass das keine zentrale Anwendung ist, sondern so ganz viele dezentrale. Genau, es gibt halt die zentrale Anwendung, die halt gegen Geld bei mir entsprechend dann wieder und Funktionsumfang, wie es bisher ist, auch gemietet werden kann oder dabei ist dann für diejenigen, die jetzt schon einen kostenpflichtigen Account haben. Oder halt, dass man das, wenn man das selber betreiben will und dann die sowieso schon einen Server hat oder ähnliches, dann auch das einfach selber dann hosten kann. Genau. Und welche Last könnte das ertragen? Könntest du da eine Veranstaltung mit 200 Leuten drüber? Videokonferenzmäßig machen oder würde Zoom schon wieder gewinnen? Nee, also es ist schon sehr performant gebaut. Es ist schon auch eher so auf, es ist weniger darauf konzentriert, tatsächlich individuelle Kommunikation zu ermöglichen. Das wird nach wie vor über Studio Link natürlich möglich sein, aber es ist schon so im Hintergrund dafür gebaut, auch irgendwie hunderte oder tausende ZuhörerInnen zu haben. Das heißt also, das auch in die Bandbreite zu geben. Also das ist eigentlich schon so der Unterschied im Prinzip zu anderen Plattformen, wo es dann ja dann schnell knapp wird, weil halt das dann eher so große Gruppenchats werden oder ähnliche Sachen. Und da möchte ich dann auch eher in diese Richtung hin mit den Funktionsumfang. Sehr schick. Also, Entschuldigung, Claudia, bitte. Nee, ich kommentierte nur sehr schick. Clemens, wir brauchen dann demnächst einen Studio-Link-Server. Wie
großartig. Aber, ich habe das nicht ganz verstanden. Wo liegt der Schwerpunkt? Auf einer 1-zu-N-Kommunikation, also ein Vortragender und ganz viele Zuhörende? Ja, oder mehrere Vortragende, genau, aber interaktiv, sodass du halt auch die Leute dazu holen kannst, so ähnlich wie das schon bei Clubhouse oder wie heißt es noch, bei Twitter Spaces ist. Ja. Das so verschiedene Stati, ne? Also der eine Redner und man ist aber quasi gehört dann zu der Rednergruppe und die Zuhörergruppe oder so. Genau, richtig. Dass man die Unterscheidung wird es geben, richtig, genau. Und dass man dann aber aus dem Publikum auch Personen dazu holen könnte, aha, wie jetzt zum Beispiel, dass man jetzt irgendwelche Fragen beantworten könnte für Live-Podcasts oder ähnliches. Sehr, sehr cool. Ja, genau, Chat-Integration habe ich da schon stehen, genau, und wie gesagt, dass alles so ein bisschen auf Echtzeit ausgelegt ist. Ja. Auch Filter, dass man sich Hasenohren machen kann, das ist ja das Wichtigste überhaupt. Das ist das Wichtigste. Genau. Wenn du die lokal produzieren kannst, dann sicherlich, aber ich habe jetzt keine Filter eingeplant, das kann man natürlich noch vielleicht nicht, noch nicht. Genau. Studio Link Plugin für OBS, ich sehe da was kommen, ja. Ja, OBS hat mit dem Audio leider immer Latenz, technisch ein bisschen Probleme, da richtig Live-Audio drüber zu fahren. Deswegen muss ich mal gucken, die API ist relativ, ich habe daran schon gedacht, aber ich muss das nochmal experimentieren, ob das wirklich gut funktioniert. Also da sind, glaube ich, andere Projekte schon mal dran gescheitert an dieser Plugin-API und der Latenz. Aber mal gucken, vielleicht hat sich das auch mittlerweile aufgelöst. Aber es wäre natürlich eine Option, da dann auch die Aufnahme mit sowas, aber die Aufnahme wird auch entsprechend mit dabei sein. Das heißt also auf jeden Fall serverseitig möglich sein. Das ist ja auch ein Unterschied. Ich meine, das, ne, deswegen, das ist jetzt, wenn man das Social Networking benutzt, dann ist man jetzt auf Sicherheit. Also natürlich sind die Verbindungen verschlüsselt, aber sie sind jetzt nicht dann in dem Moment Ende zu Ende verschlüsselt, weil natürlich mehrere eben mithören können und das eher so für einen Livestreaming-Effekt da ist. Wenn man das natürlich mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben will, dann benutzt man einfach nach wie vor das StudioLink Standalone oder also die Apps und wenn man da direkt natürlich an will, dann ist das selbstverständlich Ende zu Ende verschlüsselt. Aber genau, da wird es einen kleinen Unterschied geben. Das wird man aber auch entsprechend im Interface dann sehen können, in welcher Ebene man sich befindet. Und mein Ansatz ist einfach, dass alles viel enger zusammenwächst und dass halt alles auch ein bisschen mehr über den Client bedienbar sein wird und man jetzt auch gar nicht so viel mehr in MyStudioLink rein muss, wenn man jetzt kostenpflichtige Optionen nutzen möchte, sodass man also direkt eingeloggt ist und dann muss man das auch mit dieser ganzen Registrierung nicht mehr machen von dem Client, sondern kann seinen Client direkt eigentlich immer verwenden, wo man gerade ist. Ja, das sind so die Pläne. Ist das jetzt eigentlich so eine, sagen wir mal, mehr oder weniger automatisch der nächste Schritt, weil du dann gute Verbindungssoftware gebaut hast und jetzt Audio funktioniert ja recht stabil, dass man dann sagt, ja, kommt halt Video dazu und Chat dazu und so. Ist das so ein natürlicher Wachstum oder hast du tatsächlich so den Gedanken, eine vernünftige Videokonferenzlösung, die jetzt europäischem Datenschutz entspricht, ist ja immer noch, kann man immer noch suchen. Das ist ein Markt, da möchte ich gerne mitspielen. Denkst du auch so rum? Das kann sich natürlich für solche Anwendungen eignen. Also ich bin natürlich nicht abgeneigt, dass das in der Richtung geht, aber ich versuche da schon eine andere Nische zu bespielen, glaube ich, wie das bei anderen so der Fall ist. Also ist jetzt nicht, also da gibt es ja durchaus schon andere Ansätze und Open-Source-Ansätze, die sowas bespielen, aber ich versuche da vielleicht nochmal so einen anderen Ansatz reinzubringen, der mehr so in diese Interaktivität geht und halt auch so mehr Funktionen für diese Live-Podcast-Geschichten, die natürlich durchaus vom Funktionsumfang auch andere Bedürfnisse wahrscheinlich durchaus erfüllen können, aber das wird sich dann zeigen. Also ich mache mir tatsächlich um solche Sachen dann nicht ganz so viele Gedanken, weil das ergibt sich entweder von selber aus, ergibt sich halt nicht. Kann man, glaube ich, gar nicht so viel Einfluss nehmen, es sei denn, man macht jetzt wirklich großes Marketing und hat ja riesige Budgets und entwickelt da Pläne in diese Richtung, aber das habe ich ja alles nicht und deswegen
bin ich immer darauf angewiesen, dass sich das von alleine so ein bisschen entwickelt. Und das hat es bisher eigentlich immer getan und versuche mich da einfach dann was Gutes hinzustellen, was irgendwie gut benutzbar ist und was funktioniert. Und dann hoffentlich ergibt sich der Rest dann von alleine. Ja. Ich habe da gar keine Bedenken. Das so, aber wie bist du denn genau auf den 10. Dezember gekommen? Ich meine, sonst hast du ja eher so, hast du schon mal erzählt, dass die Subscribe-Konferenz ja, so, so ein bisschen ja, den Takt vorgegeben fehlt haben. Fehlt gerade alles so ein bisschen. Ne? Also genau. Podstock ist halt immer schwierig für mich, weil ich da einfach so viele Sachen um die Ohren habe, dass ich da tatsächlich überhaupt keinen Kopf für habe. Habe auch dieses Jahr, glaube ich, gar nichts gemacht. Für StudioLink bezogenes, sonst hatte ich immer noch so einen kleinen Vortrag, aber das habe ich dieses Jahr auch irgendwie nicht hinbekommen und selbst bei den Online-Podstocks habe ich meistens auch so viel zu tun, dass es dann auch meistens nicht so wirklich den Kopf dafür frei habe und deswegen dachte ich so, ja, wenn es jetzt keine anderen Vor-Ort-Events gibt und das ist ja sowieso jetzt gerade mit Corona, wahrscheinlich wird das jetzt auch genau diese Phase sein, wo leider dann die Infektionswellen wahrscheinlich wieder auf uns zukommen werden. Ich meine, Oktoberfest hört man ja jetzt auch schon, dass es dort, dass sich irgendwie die Kliniken da von den Versorgungen abmelden teilweise. Deswegen, also das war dann also als eigenständiges Online-Event, fand ich das jetzt mal ganz nett. Das, und es passt ja auch zu den neuen Features. Also es ist ja im Prinzip gleich Proof of Concept. Wie kann man so ein Event damit bespielen? Und schlau, natürlich. Ja, sicher. Wenn das an dem Tag zusammenbricht, dann weißt du schon. Oh, da, ja, mal gucken. Also ich plane noch vielleicht vorher noch einen kleinen Beta-Test vor. Das wäre, glaube ich, ganz schon nützlich. Klar, das wird nicht zusammenbrechen, das weiß ich. Aber ja, klar, natürlich. Naja, ich meine, es baut ja immer auf anderen Sachen auf. Ne? Ich meine, da kann in letzter Minute irgendein Update von der Software auch dazu kommen, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe oder irgendein Update. Und das kann natürlich immer Schwierigkeiten geben und wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann kann es da natürlich schon mal Probleme geben und natürlich sind auch gerade so Sachen, realistische Tests mit irgendwie 100, 200 Leuten, das ist natürlich immer nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man das jetzt automatisiert ist, das in einer cleanen Umgebung testet. So viele Kombinationen an verschiedenen Browsern und ähnlichen Geschichten kriegt man normalerweise nicht zusammen. Da kann natürlich schon Probleme auf einen warten. Aber das ist halt die Sache. Ansonsten habe ich ja auch schon die Erfahrung aus den entsprechenden Tests beim Online-Podstocks gesammelt und kann die mit einbringen. Insofern ja, bin ich da trotzdem guter Dinge, dass das schon cool. Ja, das ist so ein bisschen, als würdest du ein neues Gerät entwickelt haben, mit dem man Döner macht und dann lädst du zum großen Döneressen ein. Und wenn das Gerät dann versagt, ja, dann merkt man es sofort. Ne? Das ist klar. So, ungefähr so stelle ich mir das vor. Und alle stehen dann hungrig Schlange. Aber ja, wenn es funktioniert, sind alle glücklich. Das ist das, was angestrebt wird. Sehr gut. Ja. Der Clemens meldet sich übrigens freiwillig als Beta-Tester für, ob man es auf einem eigenen Server installiert kriegt. Ja, sehr schön. Genau, da habe ich auch schon ein paar Anfragen bekommen. Also genau, es ist so von den bisherigen Feedbacks auch sehr positiv, alle freuen sich drauf und genau, das freut mich auch sehr und ja, ich bin auch gespannt, wie der Tag dann so verlaufen wird. Ich weiß auch noch nicht, wie lange es gehen wird, es geht halt so lange, wie es dann geht. Genau, aber hab da jetzt Open End quasi gesetzt, aber um 10 soll es dann anfangen. Und dann schauen wir mal. Eigentlich um 12 Minuten nach 10, ne? 10, 12, 10 Uhr 12. Also, du bist doch ein Nerd. Irgendwie irgendwas. So ein bisschen schräg darf das gerne sein, oder? Ja, 23.42 Uhr 42 hätte ich dann irgendwie ansetzen sollen. Ja, oder so. das wäre noch nerdiger gewesen. Ja. Ah, und alle im Hoodie, das ist dann ganz klar vorgeschrieben. 13.37 Uhr, falls es unter Tag sein soll, ja. Ja. Klasse. Ich hörte ja irgendwann, ich höre den, wer ist der denn jetzt? Den Datenschutz-Podcast vom Heise Verlag. Jetzt fällt mir das nicht wieder ein. Jedenfalls haben gehört, die, aber fällt mir gerade auch nicht mehr ein. Auslegungssache.
Dankeschön, ja. Sascha. Ach, wunderbar. Die Schattenredaktion hilft uns weiter. Und die haben auch von Studio Link erzählt schon mal. Also da fand ich, das fand ich so witzig, dass das selbst bei so IT, viele werden jetzt lachen, wenn ich sage IT-Größen, weil Heise Verlag ist vielleicht auch nicht die IT-Koryphäe, aber nicht die, also für mich schon, aber für andere vielleicht auch nur ein normales Blättchen, aber dass die den Schülerlink erwähnt haben und kannten und dann das auch positiv hervorgehoben haben und sich dann trotzdem über was anderes entschieden haben, das fand ich natürlich nicht so gut, aber dass zumindest den beiden Namen, das gibt's doch überhaupt nicht. Wie kann das denn? Ich habe sie auf der Zunge liegen. Zunge. Egal. Das war das, was ich sagen wollte. Fand ich schön. Freut mich einfach für dich. Ja, vielleicht dann nach dem 10.12. dann. Kommt, kriegen wir Heise. Ich würde mich nicht wundern. Ja. Ja, ja, ich habe ja vorhin schon den Sebastian, bevor wir auf Sendung gegangen sind, kurz gefragt, ob ich Neuerungen von Studio Link auch schon in die neue Auflage von dem Podcasting-Buch reinpacken darf. Genau, und das kommt. Es gibt eine neue Auflage vom Podcasting-Buch? Naja, es gibt jetzt eine englische Auflage von dem Podcasting-Buch und dann kommen hoffentlich ganz, ganz viele Leute auch nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum zum Sebastian und zum Studio Link, sondern vielleicht tatsächlich auch so aus weltweit. Was ja eigentlich total cool wäre. Okay, dann ist das mit dem Weltkonzern hier gar kein Spaß, sondern das Eat ist dann... Event. Event. Und als ich mit der Joanna Penn gepodcastet habe... Ab wann kann ich denn Aktien kaufen? Genau, da haben wir ja auch Studio Link verwendet. Und das hat damals auch schon ziemlich gut funktioniert. Also mal gucken. Ach, also ja. Eine Studio-Link-Aktie im Rahmen euch jetzt, oder an der Wand Sebastian, hier. Ich schicke dir jetzt die ganzen englischsprachigen angehenden PodcasterInnen. Sehr schön. Ja, gerne, gerne. Ja, ansonsten, genau, das war es erstmal. Reicht ja auch dann erstmal von den Ankündigungen. Reicht, um neugierig zu machen. Neugierig, genau. Ja. Wie gesagt, ich habe mich auch ein bisschen vage gehalten, weil, wie gesagt, wie die Features dann einzeln dann da sein werden. Ich denke, es wird dann halt noch viel im Nachgang passieren, aber habe da auch noch viele Ideen, dass man halt auch Ankündigungen über Twitter oder sowas dann alles ein bisschen automatisieren könnte für solche Geschichten und da auch mehr Kanäle bildet. Aber das sind dann so alles Dinge, die wahrscheinlich erst im Nachgang kommen werden. Soll ja auch noch. Ich muss ja auch noch ein bisschen was für danach zu tun haben. Ja. Hast du denn Ralf Stockmann schon über das gedachte Layout drüber gucken lassen? Sonst haut er dir hinterher die Knöpfe um die Ohren, die nicht rund genug sind oder was auch immer. Ja, er wird sicherlich einen Beta-Einblick bekommen irgendwann, wenn es dann soweit ist. Also haben sich schon einige als Beta-TesterInnen und okay. Sowieso wahrscheinlich wegen der neuen. Die müssen es ja eh nochmal testen, so auch bezüglich einer Ultraschall-Integration. Da müssen wir auch nochmal gucken. Aber ja, wird sicherlich einer der ersten sein, die damit drüber gucken. Das kann durchaus passieren, genau. Ich weiß nicht, was sie damals erzählt haben, dass die für, was war das denn? Das Sende. Irgend so ein Logo oder was, haben wir 4 Monate diskutiert, wie das aussehen soll. Und da habe ich gedacht, das ist etwas, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber dafür sieht es dann auch wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Das muss man schon sagen. Ich hätte es wahrscheinlich einfach mit einem Kreis und Viereck und fertig gemacht. Standardelemente. Naja. Aber Studio Link sieht ja auch jetzt schon gut aus. Also von daher, also das war jetzt mehr scherzhaft. Das war jetzt keine Kritik, die ich da irgendwie im Bonbon rüberbringen wollte. Ne? Nee, nicht falsch verstehen, bitte. Nee, also der Chat schlägt gerade vor, dass Sebastian Twitter kauft. Das macht die Integration noch etwas einfacher. Ich wäre dann für so ein Mastodon-Autopost-Plugin. Ich weiß nicht, ob ich auf so Elon-Verhandlungen so viel Lust hätte, aber... Ja, du kaufst Twitter und er macht dann Maskodon auf. Nee, tu dir das nicht an. Ich glaube, wer immer Twitter kauft, der das
Oh mein, nee, das will man nicht. Also, nee, ich glaub's auch nicht. Der Musk ist ja jetzt schon verrückt, aber wenn er noch nicht verrückt wäre, danach wäre er garantiert verrückt. Also von daher. Das Haus, das Verrückte macht den digital. Genau. Sebastodon, das finde ich schön. Lars, genau. Schreib zum Chat, sehr schön. Sehr schön. Ja, Studio Link vor Weltherrschaft. Nicht schlecht, Sebastodon. Das neue Maskottchen, ja. Ja. Ja, wie könnte das aussehen? So ein Dinosaurier mit Headset oder so. Why not? Ja, so ich meine, die Deutsche Post hat es damals mit einem Handschuh geschafft. Genau. Fünf ist Trümpf. Genau, siehst du, das funktioniert noch immer. Ja. Nur 20 Jahre später. Nein, und niemand weiß mehr, wer Rolf ist. Ne? So, also genau. Außer uns. Kennt noch irgendwer Flat Eric? Naja. Ja, aber sicher. Den habe ich erst letztens auf dem Deichpott gesehen. Echt? Zweimal. Ja. Oh. Ja, Fähnchen werden geschwenkt. Im Chat, auch im ja. Chat. Sehr schön. Hier auch. Sebastian baut eine große Produktionshalle in Brandenburg. Das Moment. Da steht doch schon eine. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Mit einem großen Gelände für Zelte. Mhm. Oh ja. Und einer großen Feldküche. Mhm. Natürlich. Sehr schön. Fanno kommt mit seinen Brüdern. Ach ja, schön. Ja, so, schön. Das sind ja gute Nachrichten. Oh, guck mal, wir haben ja schon 22 Uhr. Das ist ja ein Ding. Ja. Haben wir schon unsere zwei Stunden Laberzeit. Ich muss aber noch einen Blütenschatz loswerden. So. Beziehungsweise ich frage mal eben in die Runde, habt ihr irgendwas Blütenschatziges? Tatsächlich ja. Ah, lass mal hören. Mhm. Was denn? Ja. Ich hatte eine ganze Menge gefährliches Nichtwissen, was eigentlich, ne, also Nachrichtenlage, bla 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 bla, Dinge mit, was ist eigentlich dieses Fracking und so weiter und wieso soll das jetzt plötzlich geil sein, wenn andere Leute schon mal gesagt haben, das ist vielleicht eigentlich nur so eine mäßig gute Idee. Und auch da kam erfreulicherweise die Wochendämmerung zu Hilfe. Und es gab am 22. September eine Folge mit dem Florian Rempel. Wie sinnvoll oder gefährlich ist Fracking? Ich kann es noch immer nicht erklären, aber ich kann allen sagen, hört euch die Folge an. Da wird erklärt, was das eigentlich ist und was das Ganze tut und welche Wirkungen und Nebenwirkungen das Ganze hat. Und dann kann man sich ganz gut ein eigenes Bild davon machen, ob man das haben möchte oder nicht. Und ich werfe da gerade mal eben den Link in den Chat. Ist das nicht so, dass das, also wenn man Pech hat, vergiftet es das Grundwasser und dann kann man nichts mehr trinken, ja, so sinngemäß? So in etwa. Mhm. Wenn es gut geht, ist gut, aber es kann eben auch schief gehen und man weiß es nicht so genau. Ja, es werden irgendwelche Chemikalien in die Erde gepumpt und dann kommt das Erdgas mit raus und irgendwie sowas, ja. Ja, und es kommen halt auch die Chemikalien wieder mit raus und überhaupt ist das alles, es macht den Boden gegebenenfalls auch noch instabil, je nachdem, was für Gestein drunter ist, etc. pp. Also das Erdbeben, genau. Ja, ne, oder halt so wieder irgendwo halt hast, wo eben Kohle unten abgebaggert wurde, dass da dann halt auch einfach mal so Straßen sich absetzen oder Häuser, etc. pp. Weiß man halt alles nicht, ist auf jeden Fall nicht so geil, wie manche PolitikerInnen das momentan als die geile Lösung halt hinstellen. Ja, es ist gerade eine Scheißsituation, aber das ist, glaube ich, auch auf Dauer nicht das, was uns irgendwo den Hintern retten wird oder warm halten wird. Genau, auf jeden Fall, daher ist dies mein Blütenschatz. Wie gesagt, erklären kann ich es noch immer nicht unfallfrei, aber es gibt auf jeden Fall eine Quelle, wo man sich informieren kann. Die Wochendämmerung mit der Episode Wie sinnvoll oder gefährlich ist Fracking? Eine Sonderfolge mit Florian Rempel. Ja, genau. Das hört hier der Link auf. Verflixt. Wie heißt der Florian? Rempel. Genau, so heißt er. Genau. Alles klar. Gut. Ich habe eine zugesendet bekommen, eine Blütenschatz von Arnim auf Mastodon. Ich habe es sogar gesehen. Ich bin ganz stolz auf mich. Wow. Ja. Sehr schön. Er schrieb, die aktuelle Episode von Anno... ist ein echter Blütenschatz.
einmal locker über Faktencheck aus Historia-Perspektive erzählt. Ja, das war jetzt, ich habe das gelesen heute Morgen und gedacht, okay, Blütenschatz vom Hörer muss ich erzählen, aber das war mir jetzt ein bisschen zu wenig Info, weil ich dachte, worum geht es denn eigentlich? Und dann habe ich mir das auf dem Weg zur Arbeit heute mal angehört. Da geht es um das oberste Heereskommando von Herrn Hitler im Zweiten Weltkrieg. Und der hatte so einen Generalstab irgendwie um sich. Um das wirklich verstehen zu können, müsste man, glaube ich, ein bisschen Vorahnung haben, weil da ein paar Namen genannt werden und so locker flockig, ja, es wird ein bisschen viel Wissen vorausgesetzt. Es geht um den Generalfeldmarschall von Manstein. Ein Historiker, der ein Buch dazu schreibt, dessen Namen ich gar noch nicht sagen kann. Vielleicht kann ich das nochmal aufrufen. Ich kann ja hier, guck mal. Das ist ein Klappentext. Machen wir uns einfach. Erich von Manstein ist einer der berühmtesten und bekanntesten deutschen Generäle des Zweiten Weltkriegs. Ja? Also, Fußnote, da fängt bei mir das Problem schon an. Ich habe den Namen noch nie gehört. Er ist einer der wichtigsten Figuren, wenn es um den Frankreich-Feldzug 1940 geht. Und ebenso oft fällt sein Name im Zusammenhang mit den Kampfhandlungen in Russland. Wie viele andere Soldaten auch, schrieb er ein eigenes persönliches Kriegstagebuch und viele Briefe an seine Frau, in denen er über seinen Alltag als Militär berichtete und reflektierte. Roman Töppel, Klammer auf, der Autor, hat sich diesem schriftlichen Erbe angenommen und bereitet gerade eine Edition mit diesen Dokumenten vor und ist wieder mein Gesprächspartner. Und in diesem Gespräch hat der Roman Töppel ich habe es jedenfalls so verstanden, eine etwas abweichende Interpretation der Geschehnisse von seiner Zeit, von damals, indem er zum Beispiel sagt, dass dieser Erich von Manstein ein ziemlich genialer Planer von Schlachten, also ich tue mich immer schwer mit von Genie zu sprechen, wenn es darum geht, Menschen umzubringen, also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, aber jedenfalls das, was er da in diesen Quellen gefunden hat, widerspricht so dem, was bisher so stehende Meinung ist. Das ist das, was der Arnim da gesehen hat und gehört hat. Und ich nehme an, er ist viel besser im Thema, als ich das jetzt bin. Deswegen kann ich das nur so zum Teil nachvollziehen. Für mich waren das einfach so Namen, die da ins Feld geführt wurden. Und so, ja, das ist alles ganz anders. Und ich werde mit meiner Edition sagen, dass das irgendwie so und so ganz anders ist. Und das Prinzip, was er, glaube ich, anspricht, ist, dass eben alles, was man als sicher geglaubt hat bisher, wenn man mal andere Quellen anguckt, dann auch nicht mehr so sicher ist. Ob jetzt die eine Quelle ausreicht, um alle anderen Quellen quasi ins Leere zu führen, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Wie gesagt, das ist, da fehlt mir das geschichtliche Wissen. Aber das ist der Blütenschatz von Arnim und das ist der Podcast Anno Punkt 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 von dem Philipp Jansen und das ist die Episode 68? 86. Ja, die Zahlen waren richtig, die Reihenfolge falsch. Gut, Dankeschön an ihm dafür, für den Hinweis. Cool. Ich selber habe keinen Blütenschatz. Fällt mir jedenfalls keiner ein. Vera, du? Mein Blütenschatz war mein Urlaub in Dänemark mit mehreren Menschen aus dieser Potsdok-Bubble und das war sehr schön. Du genau. Bist ganz schön unterwegs, ne? Ich bin ganz schön unterwegs, ja. Also es ist wirklich so, das ist September in Dänemark, Oktober auf Mallorca, November in Wien. Hauptsache Italien. Hauptsache Italien, genau. Nee, also aber es ist ja alles irgendwie, genau, Erholung, Arbeit und sowas, so ein Mischmasch davon dann, in Wien dann. Siehst du, aber Martin, wo du es gerade sagst, dann leih ich dir jetzt einfach Dolce Vita. ein ganz tolles, so was auch immer du mit Dolce Vita verbindest, wo wir das vorhin auch kurz hatten, dann leih ich dir das doch, Hauptsache Italien, für einen so 30 Sekunden Blütenschatz in deinem Kopf. Ah, okay, ja, das funktioniert. Ich höre Wasser und ich sehe untergehende Sonne, so die ganzen klassischen kitschigen Bilder. Mhm. Schön. Ah. Mhm. Und was hatten wir vorhin für Getränke?
Achso, Host C, genau. Das war ein Glas Host C. Das hohe C ist verstimmt. Ach ja. War auch nicht schlecht. Oh, ja, also mit diesem Hust, ja, ja. Also jetzt, Entschuldigung. Ja, wollen wir doch gesund aus diesem Sendegarten rausgehen, würde ich sagen. Also wir machen den Schluss. Hat der Sebastian noch einen? Entschuldigung. Ich muss tatsächlich auch passen. Jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, irgendwie das Wort Versicherung mit einzubauen in den Sendegarten. Hab's nicht geschafft. Ich glaube, das haben die HörerInnen aber vorhin nicht mitgekriegt, weil wir das gekriegt haben. Nee, das haben die überhaupt nicht mitgekriegt. Deswegen ist es jetzt umso lustiger für uns. Na, immerhin hast du das, hast du den Rolf reingebracht. Das war ja auch Werbung. Ja. Von daher. Genau. Ne? Ja. Ich hatte vorhin im Vorgespräch angekündigt, dass ich schamlose Eigenwerbung hätte. Und das wurde dann auch erlaubt. Aber die Vera sagte, sie muss jetzt dann auch Werbung für Versicherungen machen. Genau. Auf den letzten Metern schaffen wir es. Auf den letzten Metern, genau. Versichert euch, bitte. Genau. Ja, aber wogegen denn? Gegen alles. Gegen Corona zum Beispiel. Da kannst du einfach in so ein ärztliches Center gehen, kriegst einen Pieks und bist gegen Corona versichert. Genau, genau. Ach, jetzt gibt es die Corona-Versicherung? Genau. Ich habe gerade mir währenddessen auch eine Versicherung gegen Corona gekauft, und zwar FFP3-Masken. Sehr schön. Wenn ich im Flugzeug fliege. Jetzt, ihr habt mir Angst gemacht. Und deswegen dachte ich mir, komm, FFP3-Masken fürs Flugzeug. Ja. Wie, wir haben dir Angst gemacht? Na, vorhin, und jetzt fängt doch erst alles an und du fliegst Flugzeug. Und dann dachte ich, oh nein, jetzt muss ich mich noch besser schützen, als ich eh schon vorhatte. Ja. Naja. Ach ja, der Winterwelle kannst du am besten entgehen, indem du in die Sonne fliegst. Das ist schon genau. Richtig. Ja, genau. Ja, ja. Nee, und wie gesagt, so, wenn ich mich anstecke, dann ist es ja ein Arbeitsunfall. Deswegen ist alles gut. Erklärt die Frankfurter Buchmesse, ja. Ja, ja, genau. Das können alle als Arbeitsunfall deklarieren, wenn sie wieder nach Hause kommen. Aber so, Kongress ist aber, ne? Das hat sich noch nicht geändert, oder? Naja, also die Entscheidung Go, No Go, die kommt erst noch. Ah, ist also, noch nicht. Also, okay. Es wird zwar halt geplant, weil es halt eine Entscheidung für eine Location brauchte, damit, falls es stattfinden kann, eben schon Verträge etc. pp. Gemacht sind. Ja. Aber die tatsächliche Go-No-Go-Entscheidung, die kommt erst noch. Und selbst wenn die positiv ausfallen soll, heißt das nicht, dass man nicht im Zweifelsfall noch eine Woche vorher absagen muss. Ne? Also kann auch tatsächlich, selbst wenn es heißt, ja, wird stattfinden, kann es trotzdem sein, dass eine Woche vorher aus Gründen noch abgesagt werden könnte. Ja, ich meine, auf Teufel komm raus oder auf Biegen und Brechen oder wie auch immer, also hasardörend will man ja auch nicht sein, also wenn dann nun wirklich gerade eine Welle aktiv durchläuft und man dann sagt, na komm, das mit der Kongressseuche sollte nach wie vor ein Witz bleiben und keine böse Realität werden. Ja, vor allem, weil es ja letztendlich nicht nur die Leute trifft, die im Zweifelsfall dort sind, sondern ne, also ansteckend, bevor man es selber merkt. Im Zweifelsfall hat man noch andere Leute vorher angesteckt. Ja. Und ja. Ich habe mehrere Leute mit Long-Covid halt in einer Umgebung. Ganz liebe Autorenkollegin von mir auch, die kann jetzt seit Monaten nicht in den Nebenraum ohne Rollator. Also, ach du Schande. Also das ist, es ist nicht lustig. Und das ist so ein Ding, selbst wenn jetzt vielleicht niemand mehr stirbt, es sind trotzdem viel zu viele Leute, die einfach viel zu lange noch Folgen davon haben. Ja. Nee, aber jetzt aber der Kanzler hat es ja überstanden. Katzen, also genau. Machen wir es doch wie der Kanzler. Ja, genau. Aha. Wenn wir könnten, wie wir wollten. Können wir aber nicht. Egal, bevor die Stimmung jetzt hier auf den Nullpunkt sinkt, wir haben das ja, also ich muss euch, also die Vorankündigung war, gute Laune ist heute mit der Lupe zu suchen, und ich finde, wir haben jetzt über 2 Stunden geschafft,
die gute Laune herauszukitzeln. Und es soll auch so bleiben. Also gute Laune hilft. Und vielleicht hilft auch diese Mateflasche, die ich hier... Ich habe nämlich eine alte Mateflasche wiedergefunden. Und sie ist noch... was haben wir heute? Den 6. Sie ist noch 8 Tage gültig. Also dann... Von da an, dann wird sie, verfärbt sie sich wahrscheinlich schwarz ab dem Tag. Sie wird instantan giftig, sobald das Genau, sie wird sofort giftig. Ja, genau. Ich hatte heute Abend, ich habe schon wie ewig habe ich keine Mate mehr getrunken. Aber es passt sehr gut. Das passt einfach. Ich habe seit Monaten keinen Alkohol getrunken. Also ich habe so eine Befürchtung, wenn ich irgendwann wieder da rausgehe und mit irgendwem mich treffe und ein Bier trinke, dann singe ich wahrscheinlich schmutzige Lieder und erzähle komische Geschichten. Nimmst du bitte einen Rekorder mit? Kann ich machen. Da können wir immer wieder einspielen hier. So hier. Ja. Claudia singt schmutzige Lieder zur Laute. Ja. Ah ja. Komm wieder nach, sag, wo du heißt. Also echt alpenländisches Volksgut. Ja, knapp. Aber ich fand den Text früher schon lustig, so, komm halt um Mitternacht, ne, und sag mir bei der Gelegenheit auch, wie du heißt. Also, ja. Schon immer sehr amüsiert. Naja. Ja, du bist auch in Köln auch. Du darfst mich lieben für 3 tolle Tage, nur nach meinem Namen fragt mich bitte nicht oder so. Gab's früher auch so Lieder. Also unsere Vorfahren waren auch schon wild, sagen wir mal. Ich frage mich ja eigentlich seit über 20 Jahren, woher die Mütter immer wissen, was sie ihren Töchtern verbieten. Aber vielleicht will ich es doch nicht. Tja. Aus der Bravo. Das kann sein. Ich habe danach gelesen in einem Fachmagazin und muss dir jetzt leider sagen, dass du dies und jenes nicht... Aber wir können ja diese Frage in die Hörerschaft geben, als Frage für, also vielleicht gibt es ja Rückmeldungen dazu. Woher wissen Mütter, was sie ihren Töchtern verbieten? Ist doch eine schöne Hausaufgabe sozusagen, bis zum nächsten Mal, bis zu in 4 Wochen Sendung. Und damit machen wir den Sendegarten zu für heute. Ich danke euch. Das war ein richtig schöner Plausch. Das hat richtig, richtig gut funktioniert. Hat der, habe ich gar nicht gesagt, ne? Vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt. Wir hatten gar keinen Gast im Sinne. Aber falls ihr es nicht gemerkt habt, gut, dann ist es genau aufgegangen. So ein schöner Plausch. Damit hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Vor allen Dingen, dass mir meine Laune nicht so ganz abhanden gekommen ist. Das tut gut. Und die Vera hat durchgehalten, obwohl sie um 4 Uhr aufgestanden ist. Überlegt euch mal, wie lange die arme Frau jetzt schon die Augen offen hat. Ja. Wahnsinn. Ja, danke schön, Vera. Ja, danke dir auch. Ich danke mir auch, ja. Dankeschön, Claudia. Ja, danke dir und danke euch. Und dankeschön dem wunderbaren Sebastian, der uns für den 10.12. schon so neugierig gemacht hat. Ja! Und diese ganzen Sachen, die er sowieso schon wieder auf das Wunderbarste getan hat. Genau, Applaus, Applaus, Applaus. Genau. Danke an euch. Und danke dem Chat, der uns begleitet hat. Und danke an allen Konservenhörenden, die den Podcast so benutzen, wie er gedacht ist, als Begleitmedium für irgendwann und irgendwo. Viel Spaß mit dem, oder wir hoffen, dass ihr Spaß hattet mit dem, was wir heute hier gemacht haben. Auch wenn der Sendegarten jetzt in etwas anderer Form, nicht so strukturiert dahergekommen ist, etwas chaotisch, etwas plaudernd. Ein Laber-Podcast. Im besten Sinne. Ach, ich wollte doch, egal, das machen wir dann ein andermal. Das muss ja nicht alles heute sein. Rom ist ja auch nicht an einem Tag. Haha, ja, okay. Ich gehe jetzt lieber aus der Leitung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.